reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier. Warum eigentlich Trier? Na, wegen des Reims. Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft-Beer-Podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Regine und Stefan und begrüßen euch zur mittlerweile 40. Folge. Von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Ja, ganz besondere Folge jetzt natürlich im Zeichen von Corona. Sitzen wir zu Hause und unser Gast sitzt auch zu Hause, aber nicht bei uns. Ganz politisch korrekt, wie man das so macht. Genau, kontaktlos. Wir haben uns für diese Sendung ein Konzept ausgedacht. Wir haben nämlich trotzdem die gleichen Biere hier am Start. Die hat unser Gast ausgesucht und der ist und heißt Maximilian Marner. Und man kennt ihn auch einfach unter Max. Eigentlich nennen die meisten nicht Max, ne? Nennt dich jemand Maximilian? Leider nicht. Okay. Meine Mutter wahrscheinlich früher in den schlimmsten Situationen. Wollte ich gerade sagen, ne? Das ist halt immer so die Eltern, wenn sie sauer sind, ne? Leider nicht. Maximilian. Ich mag den Namen aber sehr gerne, aber niemand spricht ihn vollständig aus. Okay, ich tue dir den Gefallen. Also Maximilian Mann. Okay. Von Geschäftsführer vom Brausturm Bierverlag oder von der Brausturm Bierverlag GmbH hier in Hamburg. Genau, und wir haben dieses. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, Mensch. Es ist so los, so viel los gerade. Ja, sehr ne? gerne. Ich will jetzt nicht das nicht schlecht reden, aber ich hatte auch noch nicht so viel vor jetzt die Tage. Man ist ja doch ein bisschen eingeschränkt zur Zeit, aber es ist irgendwie doch trotzdem schön, dann mal irgendwie mit den Leuten zu sprechen. Und gucken, was da draußen so los ist. Vielleicht genau. Habt ihr ein bisschen. Ich war heute jetzt, wie gesagt, seit anderthalb Wochen das erste Mal wieder in Hamburg. War dann aber auch alleine im Büro und habe irgendwie nicht viel mitbekommen und es war auch wirklich wenig los auf den Straßen. Ja, es ist tatsächlich deutlich weniger, als man es kennt. So, das muss man schon sagen. Wir haben ja aber tatsächlich dieses Meeting eigentlich schon irgendwie abgemacht, bevor der Wahnsinn losging, nämlich als ihr bei Beyond Beer die Michela-Tage gemacht habt. Mhm. Da haben wir immer schon mal gesagt, Mensch, mal betreutes Trinken zusammen machen und jetzt ist alles irgendwie anders gekommen, aber wir machen es ja trotzdem, finde ich super. Wir lassen uns das Trinken nicht nehmen, genau. Ja. Genau, das war gerade in der Woche, als es so richtig losging, irgendwie man hatte immer so eine gewisse Distanz dazu gehabt und gedacht, okay, also die ersten Wochen war es ja so, ach, das kommt hier gar nicht an oder das ist jetzt irgendwie auch, das ist eine Grippe oder wie auch immer. Und irgendwie in der Woche wurde es dann langsam ernst und so richtig dramatisch hat man es dann, glaube ich, gemerkt, als die Internorge abgesagt wurde. So. Ja, das war dann irgendwie so ein Paukenschlag. Und wir haben ja diese Pop-Up-Bar natürlich genau zeitgleich zur Internorga gemacht, weil am Ende natürlich am relevantesten immer so diese Afterpartys da sind und die Abendveranstaltungen. Und dann haben wir uns eben überlegt, okay, was können wir dann machen, wenn so viele Leute in der Stadt sind und alle Hotels ausgebucht sind, dann ist es ja ein Selbstgänger, irgendwie was zu machen mit einem guten Konzept. Und haben dann tatsächlich auch kurz überlegt, ob wir es noch absagen oder eben nicht und haben aber gesagt, okay, wir ziehen das jetzt durch, wahrscheinlich wird es nicht so ein Erfolg, aber es war trotzdem ganz, ganz viel los, was dann irgendwie so bis Mittwoch, Donnerstag noch gut war und dann hat man so ein bisschen gedacht, okay, macht das hier eigentlich noch Sinn oder ist das jetzt, in Hamburg war man dann relativ spät dran, also es gab irgendwie keine behördlichen Auflagen, dass man jetzt hätte schließen müssen oder wie auch immer, aber es war dann die ganze Woche voll, es war auch die vollste oder es war eigentlich die beste Woche, die wir hatten in den letzten 5 Jahren. Irgendwie gruselig, oder? Und von den Umsätzen. Ja, genau. Und es war dann wirklich, dann haben wir gesagt, nee, Leute, jetzt kommt keiner mehr, nee, macht das nicht, das bringt nichts. Und wir haben dann auch die Öffnungszeiten ja verkürzt. Wir hatten, glaube ich, eigentlich immer sogar verlängert bis 22 Uhr, haben das dann nochmal verringert. Und es war trotzdem total voll. Wir haben uns ja, glaube ich, am Donnerstag irgendwie. Ja, genau, am Donnerstag. Genau. Und selbst da war Montag auch schon. Das war wirklich ganz verrückt. Aber auch cool. Hat sich ja dann gelohnt. Ja, es war auf jeden Fall der Abschiedspaukenschlag sozusagen, wie du schon sagst. Ja. Und danach wurde es sehr, sehr ruhig. Und ja, jetzt treffen wir uns alle im digitalen Raum und prosten uns zu. Wir haben ja gesagt, wir haben dieselben Biere am Start. Du hast sie ausgesucht. Sie kommen überraschenderweise, denke ich mal, aus eurem Laden. Ich denke nicht, dass du woanders noch unterwegs warst. Und wir würden damit wir erstmal mal ins Doing kommen, mit dem ersten starten. Und ich glaube, die Dramaturgie ist hier relativ festgelegt. Du hast es auch schon aufgemacht, habe ich gesehen. Ich habe es schon aufgemacht, genau. Ja, es ist eigentlich, also ich hätte überhaupt kein Problem damit gehabt, auch ein Bier irgendwie jetzt hier mit Stacing zu nehmen, was nicht von uns kommt. Ja.
Aber aufgrund der Spontanität, jetzt werden uns dann am Montag oder Dienstag ja final verabredet. Ja. Oder so, und gesagt, okay, komm, jetzt machen wir das. Und dann gesagt, oh nee, oder am Dienstag, okay, nee, Montagabend, okay, wir machen das jetzt Mittwoch. Und dann so, okay, jetzt ich bin in Lübeck, ihr seid in Hamburg, wir müssen jetzt auch beide die gleichen Biere bekommen. Und wie kriegen wir das hin? Also, ich habe mitgebracht von der Trummer Brauerei aus Obertrum am See, das ist so 30 Kilometer von Salzburg entfernt, das Pilz, was ja vielleicht erstmal so unspektakulär ist und wo man sagt, okay, warum bringt der jetzt einen Pilz mit? Ich weiß nicht, wie viele Gäste ihr hattet, die einen Pilz mitgebracht haben. Wenig. Wenig, genau. Und ich finde es eigentlich ein bisschen, es gibt ja irgendwie so, die klassische deutsche mittelständische Brauer sagt vielleicht immer, oh, ein Pilz und ein Weizen und ein Helles, das ist so die große Königsklasse, das ist braun und untergierig. Ne? Mhm. Und dann hast du die New School, New England IPA Brauer, die nur verschiedene Hazy IPAs trinken. Genau. Different, same beer, different name. Und habe mir dann überlegt, dass ich genau irgendwie heute mal beides mitbringe und so versuche irgendwie da die Brücke zu schlagen, dass irgendwie das eine nicht ohne das andere geht und dass irgendwie für beides die gleiche Wertschätzung auf jeden Fall besteht. Und ja, das ist irgendwie, glaube ich, war so meine Message, irgendwie, die ich gerne mitbringen wollte, wenn ich jemand bei euch zu Gast bin. Ja, das ist auch eine super Message, finde ich, weil es ist ja ganz oft auch so, das merkt man ja auch irgendwie bei Untappd oder so bei den Ratings, ein Pilz kriegt keine 5. So. Selten. Genau, es ist bei den Untappd, bei den Ratings so, und ich habe es tatsächlich auch häufig, wenn du irgendwie so Judge bist bei so einem großen Bierwettbewerb und sitzt dann an einem Tisch und dann ist es so, dass in der Regel zuerst die Style Guidelines verlesen werden. Mhm. Und du hast ja in den USA hast du dann so dieses Beer Judge Certification Programm, dieses BJCP.org gibt es ja, wo dann erstmal so Stile auch definiert sind, wo du dann sagst, okay, ein klassisches Helles ist ein Vollbier zwischen, keine Ahnung, 4,8 und 5,9 und muss filtriert sein und so. Also du kategorierst relativ stark. Ja. Und musst dann innerhalb dieser Kategorisierung ja bewerten, wie gut das getroffen ist. Also keine Ahnung, hier ist ein Helles, ein untergäriges Bier, das hat irgendwie vielleicht eine leichte Schwefelnote noch, Noble Hop Character, irgendwie hat irgendwie ein florales, blumiges dabei, ist relativ hoch vergoren, also ein Pilz dann zum Beispiel, hat vielleicht so ein bisschen was Brotiges, Brotkruste, krumme, ein bisschen Toast, Biscuit vom Malzkörper und genau, und innerhalb diesen Kriterien, innerhalb dieser Kriterien dann sozusagen bewertest du ja dann und Das machen die Leute, die das sich damit mal befasst haben und vielleicht dann auch die Anleitung hatten. Aber jemand, der auf Untappd bewertet, der geht da erstmal völlig blind dran. Und dadurch ist es so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, weil du natürlich zum einen Leute hast, die sagen, ah, okay, das ist ein schwarzes Bier, ein dunkles Bier, ich mag kein dunkles Bier, ich gebe hier nur 0,5 Punkte oder ich weiß jetzt nicht, was der niedrigste Score ist. Ne? Mhm. Oder das oder ein richtig gutes Pilz, also das Trummer Pilz ist für mich eins der besten Pilsener Biere im europäischen Raum. Das hat dann irgendwie, keine Ahnung, 3,8 oder so. Und das ist ja schwierig. Ne? Mhm. Antip ist dann halt sehr, wenn du jetzt guckst, was da wirklich so da die Top 100 sind, das ist dann irgendwie so die Bourbon County, Goose Island, King Julius, also Allerhas Trillium. Mhm. Das zweite Bier, was ich mitgebracht habe, ist auch ein sehr, habe ich tatsächlich extra so ausgewählt. Das ist das Bier, auf das ich Zugriff hatte, mit dem höchsten Untappd-Score. Und das passt mir auch gleich mal. Und dann ist vielleicht auch mal spannend, irgendwie drüber zu reden, so warum wird das jetzt so bewertet und das nicht. Ja. Aber ich glaube, da kann man Aufklärung betreiben. Aus kaufmännischer Sicht ist es bei uns tatsächlich so, dass wir viel damit arbeiten, auch mit diesen Untappd-Scores und Kunden da auch bewusst nach Kaufentscheidungen treffen. Ne? Also es ist so ein bisschen... Das sieht man auf eurer Website. Ihr habt eigentlich den Untappd-Score auch immer gleich daneben, ne? Genau, es ist ein Indikator so und das kannst du irgendwie verurteilen und sagen, okay, du hast zu viele Leute, haben darauf Zugriff und dürfen bewerten, obwohl sie nicht die Kompetenz haben. Auf der anderen Seite generierst du halt unheimlich viele Käufe dann, wenn das hochgeratet ist. Hm. Habt ihr bei euch Shownotes eigentlich? Wir haben Shownotes, also wir haben auf jeden Fall die Links dabei und werden auch Shownotes machen, ja. Warum? Es ist ganz, es gibt einen Blogbeitrag. Wir haben einen Agenten in den USA, der wohnt in New York und der akquiriert so Brauereien, von denen wir ab und zu mal ein Bier einfliegen. Mhm. Und der hat einen Blogbeitrag geschrieben. Es gibt eben ein Bier von Dugges, einer schwedischen Brauerei, das Original, das gleiche Bier
wird in Europa unter einem anderen Namen vermarktet als in den USA. Mhm. Ne? Also es gibt einmal das Sogas und einmal als Stillwater. Mhm. Und das ist das gleiche Bier, gleicher Alkoholgehalt. Also da wird nur die Hälfte der Dosen wird mit dem einen Label, die andere Hälfte der Dosen mit dem anderen etikettiert. Ne? Mhm. Ja. Und der schreibt eben in seinem Beitrag, wie das dann eben unterschiedlich wahrgenommen wird, weil in den USA hat das Bier 0,5% besseres Untap Rating als in Europa. Obwohl es das gleiche Bier ist, nur die Verbraucher, die das Bier eben bewerten, ganz anders das tun als die Amerikaner. Und das ist halt total spannend, wenn man das mal sieht, auch im Vergleich, wie viele Brauereien mit einem besseren Rating als 4 bei Untappd hast du je Bundesstaat in den USA, wie viel hast du überhaupt in Europa? Ich glaube, in Deutschland gibt es 1 oder 2 Brauereien. Keine Ahnung, Frau Gruber fürs Biercheck oder so. Ja. Bin ich mir aber auch gar nicht ganz sicher. Und das ist total irre, wenn man, und der hat sich da wirklich Gedanken gemacht. Ich schicke euch später den Link, wo er eben vergleicht, wie ist das wirklich in den USA, wie ist das in Europa? Und das ist halt ein ganz, ganz anderer Markt. Ne? Aber es ist einfach, es ist eine super App. Viele Leute benutzen die auch vielleicht einfach, um einen Track zu haben, was sie so trinken. Und es hat irgendwie auch so ein bisschen von der Benutzerfreundlichkeit halt auch Ratebeer abgelöst, wo du eben, was früher im skandinavischen Raum halt sehr populär war, aber wo du dann eben auch wirklich ausführlich bewerten musstest und auch ein paar Stichwörter noch zu aufschreiben musstest. Ja. Kommen wir mal kurz zum Pilz. Das ist ja schon ein sehr mildes im Abgang, ne? Was wir hier haben. Ja, es ist unheimlich mild. Die Besonderheit ist, also es gibt so drei Punkte bei diesem, irgendwie, die es so besonders machen. Das erste ist, und das ist tatsächlich schon eine Besonderheit, wenn die die Malzmühle trennt sozusagen die Stärke des Mehl von den Spelzen. Also es wird praktisch gemeischt ohne Spelzen und nur zum Läutern werden die Spelzen später wieder zugegeben. Es wird getrennt. Riegel macht das zum Beispiel auch. Mhm. Und dadurch hast du halt beim Maischen eine relativ geringe Gerbstoffextraktion aus der Spelze. Ne? So, das ist halt unheimlich, also diese tanninhaltigen Abgänge, die du halt manchmal hast auch beim Pilz, dieses Kernige, ne? Mhm. Wenn du schluckst, das ist hier fast gar nicht. Es ist ja wirklich unheimlich, unheimlich mild und du hast nur noch diesen Nachhall von dieser Hopfensymphonie, dieses Florale, Kräutrige, was halt eben noch, was dann eben noch weggeht. Ne? Das zweite ist dann eben die offene Gärung bei einem untergärigen Bier. Und dann wird eben auch wirklich nur mit Hopfendolden gearbeitet. Ne? Also es ist wirklich schon sehr besonders, ne? Die haben aber auch, ich muss sagen, die haben eine der besten Websites, strukturell, die ich in letzter Zeit in dieser Branche gesehen habe. Ne? Die haben ja sogar einen eigenen Podcast, die sind da schon ganz stabil aufgestellt da. Genau, der Sepp Siegel heißt da, glaube ich, der Inhaber und ist halt ein wirklich unheimlich charmanter Typ. Jeder Sommelier ist so ein bisschen mit dieser Brauerei vertraut, weil im Rahmen der Sommelier-Ausbildung eben ein Brautag auch ansteht da in Kissbier. Da ist eben auch eine Brauereiführung bei Truma dabei mit Verkostung und das ist eben einzigartig, dieses Bier. So, ne, das ist wirklich, also es gibt wenig Biere, so, also ich habe wenig Bier zu Hause, aber ich habe immer einen Truma-Pilz da, so, weil ich einfach gerne trinke und weil es halt irgendwie, weil es so perfekt ist. So, es ist einfach alle Komponenten sind so rund, wie es nur geht. Ne? Ja, kann ich tatsächlich nur bestätigen. Ich habe es mit Antep mit 4,75 bewertet auch. Ja, da bist du ja ganz weit vorne wahrscheinlich mit deiner Bewertung. Maximilian, sprich, warum oder wie bist du zum Bier gekommen eigentlich? Wir merken schon hier in den ersten Minuten, da steckt sehr viel Ahnung hier hinter. Und mich würde interessieren, wie bist du da reingekommen oder rangekommen ans Bier? Ja, ich habe mich schon immer sehr für Lebensmittel interessiert. Ich bin ja eigentlich gelernter Einzelhandelskaufmann. Also ich habe mal in einem Edeka-Supermarkt eine Ausbildung gemacht. Das nicht unbedingt damit zusammenhängt, dass ich das unbedingt machen wollte, sondern dass ich irgendwie meine Zeugnisse so schlecht waren, dass ich nichts anderes hätte machen können. Und warst du ein fauler Schüler? Ja, sehr, sehr. Lehrerkind. Oh, verstehe. Und war aber auch ich, meine Mutter ist Waldorflehrerin, muss man auch dazu sagen. Ich war also auch die ersten 8 Jahre auf der Waldorfschule, bin dann auf die Realschule gewechselt, hatte aber natürlich dann dementsprechend lag 3 Jahre zurück, was so alle naturwissenschaftlichen Fächer anging und bin dann so weitergedümpelt und habe eigentlich mehr Computer gespielt zu Hause, als irgendwie mich da irgendwie aufs Lernen zu konzentrieren. Und war dann noch ein Jahr in den USA, da irgendwie einen Austausch gemacht in Mississippi
Und bin dann zurück und habe dann eben diesen Ausbildungsplatz bekommen, da in dem Edeka-Supermarkt in der Nähe von Hannover. Da komme ich auch her, aus der Hamelner Region. Und bin dann im Anschluss, habe ich so ein internes Programm gemacht von der Edeka, für so eine angehende Führungskräfte, da hatte ich den Platz bekommen. Und genau, konnte mich da super gut mit anfreunden und mir hat das echt Spaß gemacht, da irgendwie in so einem Supermarkt auch zu arbeiten, also jetzt vom Regale auffüllen bis an der Kasse zu sitzen oder auch einfach mit Kunden zu reden und irgendwie ja sich Gedanken zu machen, was man machen kann, um da eben irgendwie was zu verkaufen oder irgendwas besser zu verkaufen und den Leuten auch eine Freude zu machen, weil es irgendwie am Ende doch wirklich, was man ja jetzt auch stark merkt, das ist schon so ein sozialer Mittelpunkt, irgendwie so ein Supermarkt, wo einfach die Leute, auch Senioren dann irgendwie, es gibt Senioren, die gehen 2-3 Mal am Tag in den Supermarkt, weil sie eben da irgendwie soziale Kontakte brauchen und sich dann mit der Kassiererin unterhalten. Und das habe ich irgendwie auch ganz gern gemacht und fand aber auch immer diese kaufmännische Seite ganz spannend. Und bin dann irgendwann nach Bayern gegangen, habe da meinen Handelsfachwirt noch gemacht, dual. Das war so die höchste nicht-akademische Ausbildung, die man da machen konnte. Und habe dann angefangen, mich für Bier zu interessieren. Einfach zu trinken und dann auf dem Flohmarkt ein Buch entdeckt über das Bierbrauen. Und habe dann irgendwie angefangen, auf der Arbeit tatsächlich auch irgendwie, weil ich zu Hause, ich hatte nur so eine kleine, ich dachte eigentlich, dass ich immer nur ganz kurz in Bayern bleiben würde, hatte dann schon wirklich eine 14 Quadratmeter Wohnung. Und das war mit Schrägen. Also offiziell war die, glaube ich, irgendwie nur 10 Quadratmeter groß, ehrlich gesagt. Und ich dachte, ich bleibe da nur ein Jahr und war dann am Ende, glaube ich, 3 oder 4 da und hatte gar nicht die Möglichkeiten, zu Hause zu brauen, irgendwie auf diesen 10 Quadratmetern, sondern wir hatten da noch einen Getränkemarkt, in dem Edeka-Markt, wo ich dann eben in der Marktleitung gearbeitet habe. Und da hatte ich mir dann irgendwie von einer Dame da aus der Metzgereiabteilung so Glühweinkocher geliehen und habe dann eben angefangen, Bier zu brauen. Und irgendwann fing das dann an mit Borfaktum, die ja relativ früh dann anfing, irgendwie so den deutschen Markt aufzubereiten. Damals hieß es noch nicht Kraftbier, sondern hieß das Premium-Bier oder Gourmet-Bier? Das war irgendwie noch so unter der Gourmet-Bier-Flagge. Also da hat man diesen Begriff Craft-Bier noch anders definiert. Mhm. Und da war das auch noch nicht so Mainstream. Also da gab es auch noch keinen Ratsherrn. Und habe dann eben, immer wenn dann der Vertriebler kam und dann habe ich dann immer meine selbstgebrauten Flaschen da irgendwie verteilt und fand das super spannend und habe dann ganz viel gemacht, so handelsseitig bei uns im Markt. Also ganz viele. Ich war in der Nähe von Aschaffenburg. Da ist das Brauhaus Faust in der Nähe, in Miltenberg und der Cornelius Faust da. Mir dann immer wenn dann der Vertreter kam, hatte mir Malz mitgebracht und dann frische Hefe, sodass ich dann eben auch weiter brauen konnte während der Arbeit. Und genau, habe dann eben hobbymäßig angefangen, Bier zu brauen und mich das handelsseitig noch mit zu befassen. Wer liefert hier Bier? Was kann ich hier für Regale bauen mit Bierspezialitäten? Dann eben auch viel verkostet. Und genau, habe mich dann eben auch viel reingelesen und irgendwann dann im Internet mal eine Anzeige entdeckt, dass man eben jemanden sucht mit einer fundierten Handelsausbildung, der gut Englisch spricht und sich gut mit Bier auskennt, weil man eben in Hamburg Deutschlands ersten Craft Beer Store planen würde. Ja, ich ahne, wo es hingeht. Das war damals noch eine anonyme Adresse und dann hatte ich mich eben darauf beworben und bekam 2 Tage später eine E-Mail vom kaufmännischen Leiter der Brauerei, einem der Prokuristen, der mich dann eben einlud zum Vorstellungsgespräch per Skype noch. Und dann fand eben dieses Vorstellungsgespräch statt und das war eben von der Nordmann-Gruppe, die eben in den Schanzenhöfen da den Craft Beer Store planten. Und witzigerweise, derjenige, der das Vorstellungsgespräch mit mir da geführt hatte in diesem Moment, das war Ronald, mein jetziger Geschäftspartner. Ah, was? Ronald genau. Siemsglüß. Der Name, ja. Der ist bekannt in Hamburg auch, weil der Chef der Buddeschip-Brauerei den gleichen Nachnamen trägt. Nicht umsonst, ja. Die sind verbrüdert, meines Wissens, nicht wahr? Genau, die sind verbrüdert. Ach, das guck, dann habt ihr euch da irgendwann vom Acker gemacht und euer eigenes Ding gemacht. Genau, ich bin dann nach Hamburg gezogen am 1., das war relativ schnell, ich bin am 1. April und wir haben dann am 15.05. schon, also wirklich 6 Wochen, nachdem ich den ersten Tag da hatte, Ronald hatte schon die Regale bestellt. Ich hatte, beziehungsweise das Grundgerüst, wir hatten dann nur noch ausgerechnet, okay, wir haben ja gesagt, wir wollten irgendwas, ein Äquivalent zu einer Vinothek für den Bierfachhandel. Und es gab ja nichts dergleichen. Na klar, es gab schon das Bierland und vielleicht gab es auch Maroon in Darmstadt. Aber es gab jetzt niemanden, der sich auf die Fahne geschrieben hatte, er will wirklich das Äquivalent zur Vinothek machen mit Bier, hochpreisig, kein Kistenverkauf und Expertise und so weiter. Und genau, dann haben wir es eben auf die Suche gemacht nach Lieferanten und haben diese Regale geplant, ein Kastensystem besorgt und haben diesen Laden eröffnet und das war 2014.
Ja, genau, das ist noch gar nicht so lange her, 6 Jahre jetzt, ne? 7 Jahre. Und das ist super eingeschlagen, das hat super funktioniert. Das alte Mädchen hat da parallel aufgemacht. Das war ja dann auch so, das war also die erste Bar, die sich groß Craft Beer Bar auf die Fahne geschrieben hatte. Ne? Ich glaube, es geht jetzt nicht darum zu sagen, wer war jetzt der Erste oder wer hat was zuerst gemacht. Das ist, glaube ich, am Ende eh immer irrelevant. So, aber die haben den Begriff schon mal nach vorne gebracht damals, ne? Die genau, extrem. Gerd Ratzian, das war ja eigentlich auch als klassische Pilsner-Marke gestartet. Und Axel Ohm, der inzwischen mit Patrick Güter das Überquell leitet, der kam dann eben dazu von Marketingseite und hat das dann einmal komplett umgedreht und gesagt, okay Leute, das macht keinen Sinn. Guckt euch mal um, was auf der Welt passiert. Hier, das ist Craft Beer. Überlegt euch mal, was mit Blick auf die Sortenvielfalt zu machen. Und genau. Wir hatten auf jeden Fall dann, wie gesagt, nach 1,5 Monaten diesen Laden eröffnet, dann noch einen Online-Shop und ich glaube 5-6 Monate später schon den ersten Laden in Franchise in Dresden gemacht. Und irgendwann nachts, als wir dann irgendwie da Regale mal eingeräumt hatten, das war dann irgendwie auch um 2-3 Uhr nachts, haben wir uns angeguckt und gesagt, ey, wir arbeiten ja eh jeden Tag von morgens bis abends. Eigentlich können wir uns auch selbstständig machen, was Eigenes machen. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, warum nicht? Ich war damals 27, Ronald war 32. Und genau, dann haben wir uns eben, sind wir ein Wochenende weggefahren, haben uns überlegt, okay, wir hängen jetzt mal ein paar Flipcharts an die Wand, was wollen wir eigentlich machen? Wollen wir einen Craft Beer Store machen? Wollen wir einen Großhandel machen? Wollen wir eine Gastronomie machen? Wollen wir einen Online-Shop machen? Und genau, haben uns dann, inzwischen haben wir alles mal gemacht, aber zu dem Zeitpunkt haben wir gesagt, okay, wir wollen erstmal einen Großhandel machen, weil einfach die Beschaffungsseite noch nicht gegeben war, weil keiner richtig groß den Import von Bierspezialitäten auf die Fahne geschrieben hatte. Das war die Geburt von Brausturm, richtig? Genau. Und dann wenig später kam ja schon der Laden dazu, Beyond Beer, wo da ja auch die Florentine mitgemacht hat, oder? Als Biersommelier. Genau, wir. Die Familiengeschichte kommt zu verkompletieren. Genau, Flo hatte uns eh schon, also man muss ja dazu sagen, dass wir eben dann uns ein Lager angemietet haben, das war in Norderstedt. Das war wirklich klein, also keine Ahnung, 70, 80 Quadratmeter oder so, schätze ich. Und einen Fiat Scudo, einen gebrauchten, gekauft haben. Und dann haben wir eben versucht, irgendwie, okay, wer kann jetzt unser Bier kaufen? Und wir hatten tatsächlich durch diese Zeit, bei Ratian kannte man uns schon, weil wir schon in einigen Zeitungsartikeln mal standen oder so. Und dann fing es so an, dass die Leute mitbekamen, okay, wir haben uns selbstständig gemacht. Und dann kamen so Nachrichten viel von Leuten, die sagen, hey, wir fanden das Konzept cool vom Craft Beer Store. Ja, wie habt ihr das denn gemacht? Was habt ihr da so genutzt? Und dann haben wir zu denen gesagt, ey Leute, okay, wir machen das alles für euch. Wir schreiben euch den Businessplan und sagen euch, welche Kasse ihr nehmen sollt und welche Regale ihr bauen sollt und was ihr beachten müsst. Und wenn ihr danach Bier von uns kauft, wäre natürlich super. Dann haben wir eine Basis. Und parallel dazu haben wir eben versucht, irgendwie auch lokal Einzelhändler zu akquirieren. So, da kannte ich ja so ein bisschen das Geschäft auch durch meinen Hintergrund. Und genau, haben dann eben, haben so uns versucht durchzuschlagen. Das ist euch ja bisher ganz gut geglückt, ne? Genau, nach einem Jahr, Flo hatte uns immer schon so ein bisschen geholfen, also Rundelsfrau, irgendwie auch mit der Buchhaltung und ja, viel so im Marketingbereich. Und der hatte schon mitbekommen, dass Ronald und ich eigentlich auch ganz gern irgendwie doch schon noch einen Shop machen würden. Aber wir haben immer gesagt, es gibt immer so das Problem, und das kannten wir eben von unserem vorherigen Arbeitgeber, wenn man so neue Projekte macht und irgendwie keine zusätzlichen Kapazitäten, Ressourcen hat, also wenn sich da keiner wirklich intensiv drum kümmert und sich verantwortlich fühlt, dann wird das wahrscheinlich scheitern. Und dann hat sie ihm gesagt, ey, wisst ihr was, ich kümmere mich jetzt um den Store, ich steige auch noch mit ein, oder beziehungsweise wir gründen noch eine neue Firma. Und dann haben wir gesagt, jo, das ist eine coole Idee, aber mit jemandem, der sich da gut auskennt mit der Abwicklung und so, ist das eine. Wir brauchen auch auf jeden Fall jemanden, der irgendwie sich gut mit auch mit Marketing auskennt, aber vielleicht auch von der gestalterischen Seite kommt und auch Bierkompetenz hat. Und wir hatten eben damals auch schon Kontakt zu Klaas, der auch Mitgesellschafter ist bei uns, der eben damals den Blog gemacht hat, Hops Hysteria, und der irgendwie so Stammgast war bei allen Veranstaltungen, die wir durchgeführt haben. Also bei allen unseren ersten Tastings und Braukursen und Events und alles, was wir hatten, war Klaas immer dabei und hat uns immer schon unterstützt. Und dann habt ihr gedacht, wo der schon die ganze Zeit da ist, kann er auch mehr machen? Genau, und dann haben wir ihn einfach gefragt, hey Klaas, wie sieht das aus? Hättest du Lust, irgendwie dich zu beteiligen, irgendwie bei der Firma B&B, wenn wir jetzt einen Laden machen? Und dann hat er relativ schnell gesagt, ja, finde ich gut, ich mache mit. Und long story short, ist dann tatsächlich, dass wir diesen Laden aufgemacht haben. Und Klaas, der ja auch eben seine eigene Agentur noch hatte, zusammen mit zwei Partnern in Hamburg,
inzwischen auch, also jetzt seit 2 Monaten, auch Vollzeit bei uns arbeitet. Also er hat seinen alten Job jetzt vollständig aufgegeben. Und nach 5 Jahren B&B nebenbei macht er das jetzt Vollzeit und macht so diesen gesamten Marketing-gestalterischen Part noch aktuell alleine, aber bekommt, glaube ich, auch weiter jemanden noch an seine Seite und bearbeitet jetzt so gerade das Thema online viel. Und vielleicht habt ihr es auch gesehen, es gibt jetzt B&B T-Shirts und relativ viel mehr Social Media Content und so, und das macht alles Klaas. Und das ist eigentlich fast für mich mit die schönste Geschichte, dass Klaas dann irgendwann, auch wenn es 5 Jahre gedauert hat, irgendwie jetzt auch in Vollzeit dabei ist und dass er davon leben kann, sozusagen. Super. Und offensichtlich hat er an euch geglaubt und ihr habt ihn nicht enttäuscht. Das ist sehr anständig. Ja, muss dazu sagen, das Projekt B&B ist ja als reiner Store gestartet und wir waren am Anfang ein bisschen optimistischer. Wir haben natürlich auch, was den Standort angeht, also für diejenigen, die sich vielleicht in Hamburg nicht auskennen, wir haben natürlich auch die Dreistigkeit besessen, den 2. Craft Beer Store in Hamburg, der dann eben eröffnet wurde, von uns einfach auch nur 500 Meter von dem ersten entfernt zu eröffnen, was irgendwie im Nachhinein relativ schwierig war und dumm von der Standortentscheidung. Aber jetzt eigentlich perfekt ist, so, weil wir uns da doch, glaube ich, ein bisschen differenziert haben, auch vom Sortiment und was wir da anbieten, und aber echt lange gebraucht haben, um da eben richtig anzulaufen. Und jetzt aber wirklich, wir haben jetzt, glaube ich, 5-jähriges Jubiläum im Mai oder 6-jähriges sogar schon, ich weiß es gar nicht. Nee, 5-jähriges. Ich glaube 5, ne? Ja. 5, genau, 5-jähriges. Also wir sind ein super Stammpulk an Regulars, so, die, glaube ich, immer 2 feste Tage in der Woche da sind. Die treffen sich, glaube ich, immer Mittwoch und Donnerstag dort. Und dann gibt es feste Events einmal im Monat. Und da gibt es so eine richtig coole Fanbase einfach an Leuten, die immer da sind, und dazu kommen immer dauerhaft neue und die Straße entwickelt sich auch super. Und dann hast du vielleicht noch das ein oder andere Feature irgendwie in irgendeinem Tourismusführer. Und also wirklich toll, was daraus geworden ist so inzwischen. Das ist wirklich auch wirtschaftlich sehr, sehr erfolgreich. Das muss man einfach sagen. Wobei, ihr habt ja 2019 ein Jahr der Veränderung gehabt. Einmal, ihr habt die 2 Firmen, die du gerade erwähnt hast, Brausturm und B&B, ja fusioniert. Das ist ja jetzt wieder 1. Bist du der alleinige Geschäftsführer oder ist Ronald da noch offiziell mit drin oder wie ist das da geregelt? Nee, Ronald und ich sind beide Geschäftsführer. Okay. Und dann habt ihr ja einen Partner mit einer Minderheitsbeteiligung reingeholt. Und ich glaube, in diesen Zeiten, wir hatten ein kurzes Vorgespräch, erwähntest du, ist dieser Partner Gold wert. Genau, also wir haben. Er nennt sich Bitburger. Er nennt sich Bitburger, genau. Die, beziehungsweise ist der. Ist das Zeit für das nächste Bier eigentlich? Ja, also das habe ich, da muss ich tatsächlich sagen, das habe ich tatsächlich gar nicht hier. Das hatte ich euch mitgegeben, weil ihr danach gefragt habt. Das habe ich, wollte nur im Lager, das habe ich tatsächlich nicht eingepackt. Ah, okay. Dann trinken wir das eiskalt alleine. Ich mache es mal gerade auf. Ja, genau, ich hab euch mitgebracht, also genau, der Partner ist die Bitburger Brauerei, beziehungsweise, wenn man es genau nehmen will, die Trinkkontor Bitburger Bier GmbH, das ist der Getränkefachgroßhandelsamt von der Bitburger Brauerei. Und die sind letztes Jahr dann eben zum 1.9. bzw. zum 31.8. eingestiegen als Investor in unsere Firma. Wie es dazu gekommen ist, kann ich ja auch erläutern. Das ist irgendwie auch gar kein Geheimnis. Wir haben einfach jetzt nach 4-5 Jahren irgendwann gesagt, okay, das ist schon alles toll, wie wir wachsen und wie groß unsere Firma geworden ist. Und B&B auch erfolgreich ist so als Konzept. Und irgendwie wäre es doch schön, wenn es in mehreren großen deutschen Städten eben dieses Konzept von B&B gäbe und man daraus eben eine richtige nationale Marke macht. Und dann haben wir eben zusammengesessen und überlegt, okay, aus eigener Kraft können wir, keine Ahnung, alle 2, 2,5 Jahre so einen Laden eröffnen, weil es eben auch von der Einrichtung her und so weiter schon auch Investitionen benötigt dafür. Ne? Hm. Und weil es irgendwie kein Store, wo jetzt einfach irgendwie ein IWA-Regal von IKEA steht, wo dann irgendwie was drinsteht. Und dann haben wir uns eben hingesetzt, okay, wollen wir einen Investor aufnehmen, weil es natürlich auch in der Runde dann eben aufkam. Wir waren inzwischen 5 Gesellschafter, weil wir Björn, der als Store-Manager bei uns angefangen hat und dann das Online-Shop-Geschäft auch übernommen hat, eben auch irgendwann Anteile überschrieben haben, weil er eben sich da auch stark eingebracht hat in die Firma. Und dann saßen wir eben in der Runde und haben überlegt, okay, nehmen wir jetzt noch einen Investor an Bord, und haben dann mal gesponnen, und dann
dann sitzt man eben zusammen und dann überlegt man, okay, wer hat denn überhaupt die Mittel, da einzusteigen und auch überhaupt Lust? Und dann, keine Ahnung, schreibt man halt irgendwie Listen runter, wer da potenziell in Frage kommt oder vielleicht kennt jemand irgendjemanden, der Unternehmer ist oder, keine Ahnung, Kapital zur Verfügung hat oder ja, was auch immer. Ne? Das kann nicht überall so laufen wie bei Felix vom End von Orca, wie wir gehört haben, der, ja, stimmt, der besucht wurde von seinem Investor. Der Nachbar kommt und sagt, sag mal, braucht ihr Geld? Genau. Das ist, da hat der Felix Glück gehabt. Wir saßen eben zusammen und hatten eben von Großhändlern bis Privatinvestoren aus dem Hamburger Raum und andere große Lebensmittelunternehmer uns was überlegt und hatten da auch Gespräche geführt und kam aber nicht so richtig vorwärts und irgendwann sagte ich, ach Mensch, ich kenne doch den Marketingleiter von Bitburger, der ist hier. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, Ronald, ich schicke dem jetzt einfach mal unser Pitch-Deck, ne, wo eben alle Unterlagen aufbereitet drin sind, was wir so geplant haben und wie es aktuell bei uns aussieht. Und wir schauen mal irgendwie, ob das für die von Interesse ist. Und dann haben wir eben das da hingeschickt. Und dann rief er mich am nächsten Tag an und sagte, hey, finde ich ganz spannend. Irgendwie lass uns doch mal auf der Borkons live treffen. Da ist irgendwie auch der Vertriebsleiter und so. Und dann könnt ihr das ja nochmal vorstellen. Und wenn das irgendwie passt, dann kann man sich ja nochmal in Bitburg treffen. Genau, und dann, dann haben wir uns mit dem Team zusammengesetzt. Also wir haben relativ früh, muss man sagen, also bevor dieser Termin schon stattgefunden hat, alle Mitarbeiter von uns informiert, dass wir eben, die wussten eh, dass wir auf der Suche waren nach einem Investor. Darf ich einmal fragen, wie viele Mitarbeiter ihr habt inzwischen? Also in Summe, glaube ich, 25 und Vollzeit davon sind, glaube ich, 13. Okay, danke. Okay. Und haben dann eben gesagt, die wussten schon, dass wir einen Investor suchen. Das haben wir ganz früh einfach angekündigt in unserer Runde, weil wir das irgendwie dann machen wollten. Nicht, dass dann einer sagt, fühlt sich überrumpelt, wenn dann irgendwann mal was passiert. Und haben dann eben gesagt, hey, wir haben jetzt hier die Gespräche, einen Kontakt, den wir haben von der Bitburger Brauerei, den Max kennt. Und wir wollen uns jetzt mit dem treffen und überlegen, ob man da zusammenarbeitet. Ne? Hm. Und dann haben wir gesagt, das ist natürlich vertraulich, ihr dürft es keinem erzählen. Und das haben sie tatsächlich auch nicht gemacht. Also das hat niemand von denen, hat es sich irgendwie erzählt. Das war dann im April. Also es hat dann tatsächlich nochmal es ging eigentlich relativ schnell. Dann wollte gerade sagen, im August, nach 4 Monaten war das dann schon durch. Man hat sich eben gut verstanden. Und wir haben das da vorgestellt, eben auch in Bitburg. Und dann hat man eben gesagt, hey, das finden wir toll, das ist ein gutes Konzept, was ihr da macht und da würden wir gern dabei sein. Und dann haben wir eben 30% der Unternehmensanteile sind jetzt eben bei der Trinkkontur Bitburger Bier. Hm. Und habt ihr dazu Fragen? Es gibt anscheinend gibt es dazu ja relativ viele Fragen, weil beim Podcast von Felix war das nämlich auch schon Thema, habe ich gehört. Wie er das findet, dass Bitburger sein Bier verkauft und so weiter. Da sind wir eben bei der Frage, die ich habe. Wie war die Reaktion in der Szene? Denn natürlich ist das ein Thema, wo wir merken ja, dass der eine oder andere sich einen Investor reinholt und vielleicht auch verkauft oder nicht durchhält oder geschluckt wird, wie auch immer. Es gibt ja gerade viele Umbrüche auf dem Markt und da kommt ihr und nehmt Bitburger mit rein. Wie kommt das an? Genau, also es war für uns, als das dann alles durch war und wir uns entschieden haben, okay, wir müssen das jetzt publik machen, bevor dieser Handelsregister-Eintrag erfolgt, was ja dann relativ schnell passiert, und hatten dann auch schon da irgendwie einen Text runtergeschrieben. Und das Team wusste ja auch schon Bescheid und haben gesagt, okay, wir müssen das auf jeden Fall offen publik machen. So, dass wir wollen das nicht so machen wie Crew, dass es irgendwie alle Händler und Partner da eine E-Mail bekommen. Die sind uns eigentlich gar nicht wichtig. Wichtig ist vor allem, dass irgendwie so die Kunden und Freunde wissen, was wir da machen. Hm. Und wir haben dann an dem Tag sozusagen, bevor das live ging, haben wir so unsere 100 größten Kunden erstmal, oder habe ich die alle telefonisch einmal angerufen und über die Situation mitgeteilt. Da war das Feedback erstmal grundsätzlich positiv. Also wirklich, ich glaube, 1-2 Kunden haben so ein bisschen skeptischer nachgefragt, was bedeutet das jetzt für uns? Und alle anderen haben tatsächlich einfach gratuliert, so, ne? Also sachlich gesprochen jetzt, ne? Also es war jetzt nichts Emotionales dabei oder jemand, der gesagt hat, hey, das geht ja gar nicht, Entschuldigung, mit euch möchte ich nicht mehr zusammenarbeiten. Dazu muss man aber auch sehen, dass tatsächlich die Bitburger Brauerei ist ja in Familienhand, ne? Es ist ja kein, es ist eine Gruppe, so eine große Gruppe mit vielen Brauereien.
Aber es aber ist, es noch ist eben eine Familie, genau, es ist familiär gehalten und es ist eine familiäre Brauerei. Und das merkt man auch, wenn man dort ist, ne? Also in dem Ort sowieso, aber auch wenn man mit jedem, dem man spricht, und wir haben mit vielen Leuten gesprochen, die bei der Brauerei arbeiten, um eben auch abzuklopfen. Wie ist das denn hier so, wenn man hier arbeitet als Mitarbeiter? Und es gibt ja auch viele, zum Beispiel der Brauer von Bräugier zum Beispiel, der hat eben gelernt, auch bei der Bitburger Brauerei, und die haben alle sehr, sehr positiv über die Brauerei gesprochen. Und genau, das fanden wir gut und damit konnten wir uns gut identifizieren. Und um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, eben wir haben das unsere Kunden aufgenommen oder die Szene. Dann war es erstmal so, dass wir unsere Kunden das sehr sachlich aufgenommen haben, sehr positiv und eben auch gratuliert haben. Und der einzig kritische Post in dem Sinne kam tatsächlich von Felix, der dann eben diesen Beitrag, den wir da geschrieben haben, geteilt hatte und gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was er geschrieben hat. Wir haben es auch natürlich, ich habe es selber nicht kommentiert, weil man am Ende ja auch immer gucken muss, wenn es irgendwie emotional wird oder jemand sich irgendwie auch mit in so ein Thema reinlässt, dann ist es ja häufig so, dass das irgendwie nach einem oder zwei Tagen ja auch hart abschwacht. Ne? Also wenn man dann wirklich dann mit zwei Tagen Rückblick nochmal auf das Geschriebene blickt. Also ihr habt erstmal nicht reagiert auf diesen Post. Nee, ja. Wir haben ihm, glaube ich, eine Nachricht geschrieben, hey Felix, wollen wir mal telefonieren und so, weil, wie gesagt, weil da eben auch das freundschaftliche Verhältnis da bestand. Also na klar, auch ein geschäftliches, weil wir irgendwie auch sein Bier vertragen, aber auch in erster Linie mal, keine Ahnung, einfach kann man ruhig sagen, was freundschaftliches. Ist immer schwierig, wenn Freundschaft und Geschäft zusammenkommen, ne? Ja, genau, aber in dem Fall war es einfach, Felix ist halt emotional und ist halt auch, hat halt irgendwie auch seine Grundsätze und so, das finde ich auch gut, deswegen fand ich es eigentlich nicht schlimm. Und am Ende wirklich, wenn man dann, ich habe vor kurzem hat mal jemand geschrieben, ach, wenn man einer jetzt einen Investor aufnimmt, guckt dir mal Brauchtum an, dann gibt's einen Shitstorm. Und dann muss ich eigentlich sagen, Shitstorm weiß ich nicht, weil am Ende unter diesem Post von Felix waren halt irgendwie 80 Kommentare, aber die wurden verfasst von 15 Leuten und waren auch nicht durchgehend negativ. So, das waren dann vielleicht 7, 8 Leute, die sich da negativ geäußert haben. Das verdient nicht den Namen Shitstorm. Genau, es verdient nicht den Namen Shitstorm und am Ende hatte das jemand noch gepostet, eben in der großsprachigen Raum, die irgendwie auch, wo viel passiert, so an Diskussionen. Und da gab es dann eben auch kein, also da gab es auch nichts Negatives, ne? Weil am Ende, so warum auch? Also ich glaube, weder hat Bitburger sich da irgendwie was zu Schulden kommen lassen, noch wir. Ja, ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir behandeln unsere Mitarbeiter gut, zahlen faire Löhne, haben viel für das Thema getan in Deutschland. Das ist natürlich trotzdem, also ne, entschuldige, deswegen, dass ich dich unterbreche, natürlich ist es trotzdem ein Eingriff in die Selbstständigkeit. Ne? Also wir reden über eine Minderheitsbeteiligung von 30% und trotzdem kommt es natürlich als Eingriff in die Selbstständigkeit von einem Unternehmen so an. Das ist natürlich, absolut, kann man, schafft man es, die Frage, die dahinter steht, ist ja, schafft man es in diesem Markt ohne Investor, ohne Hilfe von den Großen oder ja, nicht? Und eure Antwort heißt ja eigentlich nicht. Nö, das würde ich nicht sagen. Ich meine, unsere Jahresabschlüsse sind ja frei einsehbar. Da kann jeder irgendwie da in den Bundesanzeiger schauen und wird auch sehen, dass wir die letzten Jahre immer einen Gewinn gemacht haben. Alle Jahre immer erfolgreich das Geschäftsjahr abgeschlossen haben bei Brausturm. Die bestellen muss und die damit eher jemand assoziieren, der wirklich selbstständig arbeitet. Und ich glaube, bei euch ist das ja tatsächlich auch der Fall. Jeder, der sich eben selbstständig macht, hat eine unheimlich große Verantwortung und ein unheimlich großes Risiko, was er eingeht. Und genau, was er selber trägt, verbunden mit dauerhafter Bereitschaft und unheimlichen Einschränkungen im Privatleben auch. Das ist einfach, das geht absolut, einher. Absolut, klar. Und bei mir, glaube ich, ist das noch relativ human. Ich war, wie gesagt, sehr jung, als wir uns selbstständig gemacht haben. Ich war 27, Ronald war 32, hat gerade sein erstes Kind bekommen, als wir gestartet sind. Und die Belastung, die kann man, glaube ich, auf ein gewisses Niveau auch einstellen. Wir hatten aber natürlich immer das Glück und diesen Druck auch dabei, dass wir natürlich sehr stark gewachsen sind mit dieser Szene und auch wenig Wettbewerb hatten in den ersten 2, 3 Jahren und auch immer alles wieder reinvestiert haben. Also wir haben unheimlich schnell immer Leute eingestellt, immer neue Mitarbeiter dazu geholt und immer auch nochmal neues Darlehen aufgenommen und nochmal neues Darlehen aufgenommen und immer wirklich für diese Firma lebt und alles. Und dann stellt man sich schon die Frage, okay, nach 5 Jahren
okay, was haben wir jetzt erreicht? Wir machen jetzt x Millionen Euro Umsatz zum Beispiel und wir haben hier was aufgebaut, aber offen gesprochen sind wir auch im Jahr 2019 und ich muss jetzt hier keine Dynastie aufbauen. Also wofür auch? Also ich muss hier überhaupt nicht, ich hab keine Kinder, aber wenn ich perspektivisch welche hätte, sehe ich wenig Sinn, denen irgendwie was zu vererben, wo sie sich dann vielleicht verantwortlich fühlen, dass sie das weiterführen müssen, nur weil das mal mein Traum war. Ne? Ja. Aber ganz offen gesprochen, keine Ahnung, ich finde auch dieses ganze Startup-Gehabe und so und bin ich aber auch überhaupt kein Fan von. Ne? Aber man muss einfach auch sagen, dass man im Jahr 2019... Magst du mir noch kurz erzählen, was meinst du mit Startup-Gehabe? Naja, dass man... ja, warte mal kurz. Unabhängigkeit oder? Nee, dieses Selbstdarstellerische, dass man eben ja, ganz toll was aufgebaut hat und von Anfang an und okay. Nur aus. Okay. Und du meinst die gefeierte Selbstausbeutung? Ja, genau. Es gibt, okay. Genau, also, genau, das ist halt, genau, das ist halt irgendwie, es gibt einfach unheimlich viele negative Aspekte, Einschnitte ins Leben, die man in Kauf nimmt, wenn man sich selbstständig macht. Es gibt auch unheimlich viel, für mich zum Beispiel, ich habe immer viel gearbeitet und habe mich unheimlich stark immer mit meiner Arbeit assoziiert. Ne? Und für mich ist das schön, aber es ist auch einfach... privat ist das gewaltig, was man aufgibt, wenn man sich eben selbstständig macht. Und wenn man gesunden Menschenverstand hat oder wenn man einfach mal sich bewusst hinsetzt und sagt, okay, wo sehe ich mich eigentlich selber in 10, 15 Jahren? Sehe ich mich dann weiterhin 70, 80 Stunden die Woche arbeiten und immer wieder neue Unternehmungen zu starten und mich neu zu verschulden? Oder gehe ich jetzt ein etwas... ich will jetzt nicht entspannteren Weg oder sagen, aber vielleicht ein bisschen abgesicherten Weg, indem ich mir einen starken Partner hole, der mich eben finanziell auch unterstützen kann und mein Unternehmen durch diesen künstlichen Boost sozusagen ein paar Jahre nach vorne bringt. Also wenn ich sage, ich möchte mit Bitburger 5 weitere Läden eröffnen, ist das was ich aus eigener Kraft in 10 Jahren geschafft hätte und jetzt in einem Jahr machen kann zum Beispiel. Ne? Ja. Und genau, ich habe, wie gesagt, wir haben uns da einfach hingesetzt und offen gesprochen eben mit allen Gesellschaftern und gesagt, okay, wollen wir das? Wollen wir weiter uns wirklich komplett aufopfern und wirklich auf dem Zahnfleisch gehen oder holen wir jetzt mal wirklich einen starken Partner an Bord, der nicht nur uns finanziell unterstützt, sondern auch unheimlich viele Perspektiven öffnet. Kompetenzen hat. Ja, ich meine, das ist eine der größten Brauereien Deutschlands. Also wenn ich da das Lager besichtige, was haben die für eine Warenwirtschaft, für eine Lagerhaltungssoftware, was haben die für Logistiker, wie arbeiten die, was haben die für Prozesse, wie was für Vertriebscontrolling haben die, was für Software nutzen die. Das sind ja 100 Jahre Expertise, die ich jetzt hier komplett erarbeiten müsste. Mhm. Ne? Die natürlich dort vielleicht ein bisschen als Mühle langsamer mahlen, weil es eben groß ist und der Prozess an sich ein bisschen länger dauert und ich da vielleicht agiler bin, aber so diese Symbiose aus beiden eben unheimlich interessant ist. Ne? Ja. Ja, das ist nachvollziehbar und wie wir schon am Anfang feststellten, in diesen Zeiten natürlich schon eine Menge wert, ne? Oder? Jetzt so genau, ich denke, bei euer Geschäft wird ja sicherlich gerade auch gelitten haben, oder? Genau, es ist tatsächlich, wir sind ja in erster Linie Großhändler, ne? Das heißt, der Großteil unseres Geschäfts ist eben die Belieferung von Gastronomie, Fachhandel und Lebensmitteleinzelhandel und das ist halt gerade alles, also der Handel läuft noch, ne? Aber da ist halt die Frage, ob es da auch noch zu weiteren Einschränkungen kommt, aber der gesamte Bereich Gastronomie ist halt komplett eingefroren. Und das heißt halt, dass sowohl gerade nichts gekauft wird, als auch, dass die Sachen, die gekauft wurden, erstmal noch nicht bezahlt werden. So, ne? Und das muss man halt auch tragen und auch mit den ganzen Mitarbeitern, die man ja auch dabei hat. Ne? Und das ist halt mit einem Partner an Bord auf jeden Fall, glaube ich, ja, was anderes, als wenn man da ganz alleine steht. Ne? Definitiv. Wobei, ich kann mir vorstellen, so richtig entspannt fühlt sich das trotzdem gerade nicht an, ne? Nee, überhaupt nicht. Also weil du am Ende, du bist ja trotzdem Unternehmer und man muss, also in der Zusammenarbeit, vielleicht kann man das ja auch nochmal sagen, ist es so, dass wir mit Bitburger, es gibt einen Beirat, der sich eben alle 6 Monate trifft und da sind eben auch 2 Geschäftsführer von Bitburger dabei, der Vertriebsgeschäftsführer und der Logistikgeschäftsführer und dann eben noch 4 Leute, die wir gewählt haben, das sind so Leute, die sich eben gut auskennen, ja, die unterschiedliche Bereiche abdecken. Da ist zum Beispiel der Mirko Wegert, der
Gründer und Geschäftsführer von Fritz Kohler dabei und so ein bisschen vertriebstechnisch noch unterstützt. Mhm. Daniel McGowan, das ist der Gründer von Otto's Burger, der so die gastronomische Seite mit Expertise füllt. Mhm. Warte mal, wer ist denn dann noch dabei? Entschuldigung. Ich kann mir den Namen auch ganz schlecht merken. Jetzt bloß keinen vergessen. Genau, ist ja, warte mal, wer ist denn da noch dabei? Ich höre die aber auch gar keinen Podcast, dann ist er auf der sicheren Seite. Ja, es ist auch nicht so wichtig, genau. Man trifft sich dann eben alle 6 Monate und wir stellen dann eben unsere Planung vor. Und dann ist es so, dass es in erster Linie immer ein Feedbackgespräch gibt von allen Partnern, so für alle Bereiche. Also ich stelle dann, keine Ahnung, den Bereich Logistik und Vertrieb vor. Und dann sagt der Vertriebs- und Logistikgeschäftsführer von Bitburger, sagt mir das, ey, das finde ich gut. Guck mal da, da kannst du nochmal das machen. Und was benutzt du denn da? Was ist denn die Software? Wie misst du das? Und so. Da wird man halt so ein bisschen, dann gibt es halt nochmal ein bisschen Input. Ne? Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass, also die haben Bitburger hat relativ bewusst gesagt, es ist wichtig, dass das Geschäft halt eben so führt, wie das jetzt die letzte gemacht haben. Weil wenn das irgendwie innerhalb dieser großen Gruppe sozusagen landet, dann seid ihr nicht mehr so agil und das ist nicht mehr so flexibel und ihr könnt nicht mehr so das nicht mehr so führen, wie ihr das jetzt macht. Und das ist halt das Wichtige, weil das ist eben auch der Part, wo dann eben der Große sagt, okay, das finde ich spannend, wie ihr das da macht und wie ihr dort agiert. Ja. Keine Ahnung, ich glaube, wenn ich einen neuen Computer brauche, dann bestelle ich halt einen, der ist am nächsten Tag da. So, und da musst du erstmal in die IT-Abteilung, da musst du sagen, zack, hier, den brauche ich, dann muss der erstmal bestellt werden, wird eingerichtet und so. Ne? Das ist bei mir natürlich nervig, weil ich den selber einrichten muss. Ne? Aber und dafür musst du kein Ticket beantragen in der IT-Abteilung. Genau, und ich warte dann eben nicht einen Monat darauf, sondern habe den am nächsten Tag. Ne? Und, ja. Und das ist halt auch, da haben wir immer offen und ehrlich drüber gesprochen und das war immer gut. Also es ist jetzt, wie gesagt, bis auf diese halbjährlichen Treffen, wir telefonieren natürlich viel. Aber ich muss dazu auch sagen, dass wir tatsächlich immer dort anrufen, weil wir irgendwelche Nachfragen haben oder ein paar Tipps brauchen oder irgendwie noch einen Kontakt brauchen von irgendjemandem, weil, keine Ahnung, vielleicht ist der Kühlschrankhersteller von Bitburger, vielleicht können wir den auch nutzen und da kennt man sich und dann ist es natürlich super, wenn man da irgendwie so Kontakte auch nutzen kann. Ne? Also es ist wirklich, momentan profitieren wir auf jeden Fall viel, viel stärker davon als die Bitburger Gruppe. Beziehungsweise, ich glaube, es ist ein gutes gemeinschaftliches Miteinander. Ja, super. Muss man einfach sagen. Ja. Sage mal, wo du schon Kühlschrank sagst, die Kühlkette, da habt ihr auch eine besondere Lösung gefunden. Ja, gefunden, aber noch nicht umgesetzt. Ah! Ah. Ja. Genau, es war eben einer der Punkte, wo wir, kann man ja offen drüber sprechen. Unser Lager ist in Henschel-Ulzburg und wir haben schon letztes Jahr, als wir da eben umgezogen sind, ein Aggregat einbauen lassen, was eben nachts Kaltluft ins Lager pustet. Und es ist arschkalt da drinnen. Aber es ist eben 13 Grad kalt und nicht 7 Grad kalt. Okay. Ne? Und und es ist einfach so ein Thema, was man offen gesprochen als wir mit dem Thema angefangen haben, hat sich darüber halt überhaupt niemand Gedanken gemacht. Na klar, boah, Faktum schon mit den Kühlschränken, aber so richtig weiter hat das auch keiner gedacht. Also so richtig kam das erst mit den ganzen New England IPAs, dass man sich bewusst gesagt hat, okay, ey, hier, also alles, was hier offen betont ist, das soll nicht so schmecken, wie es hier in Deutschland ankommt. die ersten deutschen West Coast IPAs, die waren einfach nur malzig, süß, nur bitter, hatten überhaupt keine Hopfenaromatik mehr und ich glaube, es lag einfach daran, weil die Leute, die hier in Deutschland aus dem Regal genommen haben, was es eben gab und dann eben diese Biere, irgendwie, keine Ahnung, ein Jahr schon alt waren und dann man versucht eben diese Biere nachzubrauen, statt dass man in den Flieger steigt und dann irgendwie mal rüberfliegt und sagt, okay, ah, so schmeckt das frisch, okay, das macht Sinn. und ich meine, wir waren auch noch, kamen offen zugegeben, haben wir daran auch noch nicht gedacht. Ich habe irgendwie jetzt auch viel hier gesessen, weil ich auch gerade überlege, eben Beyond Beer komplett umzubauen, dass man da eben sagt, okay, wir haben jetzt diese Regale da, wir müssen es irgendwie umtauschen gegen Kühlschränke, wie kriegt man das hin, auch ästhetisch, dass man dann, kann man da Kühlschränke jetzt in diese Regale einbauen, dass man irgendwie noch diese Optik hat, wie macht man das eigentlich, was kostet das, wie viel Strom wird da verbraucht, was hat man für eine Raumerwärmung, wenn man das jetzt austauscht. Ja. Also das ist für uns eigentlich so, das ist ein ganz großes Thema, an dem wir aber auch gerade arbeiten. Jetzt alles natürlich vielleicht so ein bisschen überworfen durch diese ganze Corona-Geschichte, aber irgendwas, was auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist und auch die Wettbewerber ja jetzt auch machen.
Absolut, also man merkt es ja tatsächlich selber auch, da hast du recht. Also man hat es halt bei diesen New England IPAs ganz drastisch gemerkt, die hat man irgendwo mal vom Hahn getrunken, findet super, kauft sich eine Flasche oder Dose oder was und ist dann zu Hause komplett enttäuscht. Und auch für uns der Moment gewesen, wo man halt immer mehr auf das Label geguckt hat, wie frisch ist das denn jetzt eigentlich? Wir hatten neulich das Erlebnis, dass wir auf Gran Canaria in einer Bar waren. Und Da durfte man noch verreisen, genau, von 2 Wochen. Und dass wir dann irgendwie auch auf die Dose geguckt haben und dann der Barmann gleich sagte, it's fresh. So, das ist dann, und schon merkt, okay, das sind so Leute irgendwie, die achten drauf und dann sofort mit dem nächsten Fass ankam. Hier, das ist gestern erst abgefüllt worden, hier auch auf der Insel und so weiter, wo man merkt, das ist viel mehr Kriterium geworden. Ja, ja, total. Ja, aber auch, weil der Verbraucher informierter ist. Ja, das ist nicht mehr wie früher, sondern inzwischen hast du da, gerade ihr habt ja, glaube ich, echt die Spezies in eurem Laden oft. Ja. Und die wissen halt Bescheid, ne? Hardcore. Die wissen auf jeden Fall Bescheid und die trinken, das merkst du ja auch, die trinken ja nur diese frischen Sachen, also das ist ja auch gut so, also unser Team macht das ja nicht anders, unser Team weiß auch, was ist wann gekommen, und das stellt uns tatsächlich logistisch vor extreme Herausforderungen im Großhandel, ne? Weil du tatsächlich, es gibt so Brauereien dann wie Cloudwater oder die dann manche Biere, da haben dann nur 3 oder 4 Monate MAD, ne? Und versucht das mal zu importieren, im Großhandel zu verkaufen und im Einzelhandel und dann noch im Online-Shop überhaupt in dieser Zeit, ne? Ja. Das ist halt, das ist wirklich extrem anspruchsvoll. Ja, das glaube ich, ja. Jetzt ist es aber Zeit für das nächste Bier. Jetzt nehmen wir mal. Ich habe es schon in der Hand. Ah, ich höre ihn da rumknispern. In der Dose. Das ist irgendwie. Da hast du was sehr Schönes ausgesucht. Das ist ja auch optisch so eine tolle Dose. Man kann da auch das Label. Passt zu der Zeit. Dieses Label sieht total dystopisch aus. Ja. Es hat sowas Horrorfilmeskes. Und man kann es abziehen. Wahnsinn. Und genau, das habe ich. Habt ihr das schon direkt bemerkt? Das wusste ich krass. Das hätte ich habe gedacht, aber vielleicht kann ich euch das jetzt so als Aha-Effekt erzählen. Aber man merkt es relativ schnell, ne? Ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir überall immer gleich so rum. stark haptische Menschen. Ja, es ist Northern Monk, ist eine Brauerei, die kommt aus Leeds. Genau, lass uns mal den Namen nennen. Northern Monk, genau. Die gibt es seit 2005 auch schon, glaube ich. Und die kommen aus Leeds. Also aus dem Norden Englands. Und das ist eine Kollaboration mit einer Brauerei, die heißt Dea. Und die kommt aus. Die kommt auch aus England. Die kommt aus Cheltenham, das ist bei Gloucester. Ja. Und ich habe nochmal kurz gegoogelt habe, ist mir aufgefallen, dass ich schon mal in Cheltenham war, tatsächlich im Urlaub. Und da ist nämlich ein ganz bekanntes Pferderennen tatsächlich, einmal im Jahr. Und da war ich mal auf diesem Pferderennen und da gab es aber tatsächlich, das ist schon ein paar Jahre her. Bist du ein Reiter? Brauerei, nee, gar nicht, aber so. Ich war da mal zu Besuch eben bei Freunden und genau, die haben gesagt, ey, ihr müsst hier zu diesem Pferderennen gehen. Das ist irgendwie total die Attraktion und dann die Leute mit den Hüten und so und dann müsst ihr mal 5 Pfund wetten oder so. Und das haben wir halt gemacht und das war echt eine witzige Sache. Und jetzt sehe ich gerade, weil diese Brauerei gab es natürlich damals noch nicht, das ist schon viele Jahre her. Die ist noch relativ jung, die gibt es noch gar nicht so lange. 2015, ja. Und genau, kommt ja aus einer relativ viel beachteten Serie, oder? Die Another Monk machen ja diese Spezialserie, das Patrons Project. Genau, die machen dieses Patrons Project eben mit Künstlern und Athleten und ich glaube Fotografen, ne? Immer 7 Biere, immer 7 Biere pro Serie. Wir haben hier die 13. Serie Bier 5. Ja. Du bist besser informiert als ich. So bin ich tatsächlich. Ich bin auch immer, manchmal schreiben mir auch Leute auf Instagram so, ich habe gesehen, ihr habt jetzt das und das Bier und so. Das weiß ich dann selber immer noch gar nicht. Ihr habt ja die richtigen Spezies. Haben. Kleiner Tipp für alle, die mal so ein bisschen Vokabular lernen möchten, geht in diesen Laden rein, in die Weinallee und stellt euch da einfach mal an so einem Freitag, späten Nachmittag hin, dann könnt ihr viel lernen. Was so Fachgespräche über Bier angeht. Ja, und das ist eben, wir hatten es eben, um nochmal das Antipp-Thema aufzugreifen, das hat, glaube ich, 4,2 oder 4,3 sogar, was für ein europäisches Bier natürlich schon absolute Oberklasse ist. Ne? Und ich hab's auch noch nicht getrunken, deswegen stoßen wir jetzt mal virtuell an, also würde ich sagen. Es liegt auf jeden Fall Hammer in der Nase. Ja, es riecht so. Toll. Ein Double Drop. Ach, guck mal, da haben wir hier gerade jetzt auf einmal ein Bild hier. Ich mache auch mal kurz das Bild an. Ja, ich dachte, wir stoßen einmal virtuell an. Prost. Ja, Prost. Ah, das sieht bei dir schöne aber auch Farbe auch, ne? Ja, sehr schön hazy, ganz toll. Prösterchen. Okay.
Und was, wie ist es im Mund? Riechen tut's toll, was war's? Es hat ein tolles Mundgefühl. Ja? Genau, genau. Also was halt krass ist, ist, es ist extrem cremig, ne? Aber total schön. Und es ist halt, also na klar, Haferweizen ist auf jeden Fall drin. Warte mal, ich kann ja mal gucken, hier in die Zutaten. Oh, das ist tatsächlich, das ist perfekt, das ist toll. Ja. Maltodextrin. Ah, okay, guck mal, Maltodextrin, das ist so ein Kohlenhydrate-Gemisch, ne? Also hier Maltose, Malzzucker und Dextrose, Traubenzucker. Und es gibt tatsächlich nochmal zum einen Mundgefühl und dann eben auch Restsüße nochmal ins Bier, also diese ganze Body-Geschichte. Und das merkt man auch, ne? Man hat schon relativ viel, wie viel Alkohol hat das Bier? Um die 8 irgendwas, ne? Ja. Ja, wahrscheinlich ist doch hier Stammwürze auch drin, 8,2. Ne? 8,2. Ja, okay. Double Dry Hopped, Double IPA. Mit Idaho 7, Azaka und Citra. Also man merkt schon, der Alkohol ist natürlich komplett kaschiert von, ja, von diesem samtigen, von dieser samtigen Restsüße auch. Der ist spannend. Ja, Regine, du hast nachgeguckt, was das Tierchen kostet. 7,99. Ja. Ja. Schon verrückt, hätte das muss man auch mal, hätte mir einer vor 7 Jahren mal gesagt, dass man die Leute sich für 8 Euro eine Dose Bier kaufen, hätte ich gesagt, nee, das ist sehr unwahrscheinlich. Da sind wir beim spannenden Thema, weil ihr habt ja einige dieser Biere bei euch, oder? Ihr habt da durchaus auch hochpreisige Kandidaten da in euren Regalen stehen. Und sowas wie Michela ist natürlich auch, das waren ja alles eher so teurere Geschichten und aber auch ein paar unfassbare Sachen dabei, muss man ja sagen. Gerade die in diesen kleinen Flaschen mit Korken und so. Die ganzen Sauergeschichten, Wahnsinn. Wie ist es denn bei euch? Also ich merk's. Diese teuren Biere, habt ihr da so eine Preisgrenze, wo ihr merkt, da gehen die Leute nicht mehr mit oder geht da alles? Oder? Nee, also es gibt tatsächlich schon, ich glaube so beim Fassbier ist es tatsächlich so, es gibt so einen Idealpreis, der liegt irgendwo zwischen 4,50 und 5,50 für 0,3, wo die Leute sagen, okay, da haben wir Bock drauf. So, und das ist auch gerne so dieses 1,50 bis 2 Euro mehr von einem normalen Bier, was wir gerne zahlen. Oder wo die Leute auch bereit sind und wir das auch, glaube ich, noch gut nachvollziehen können, warum ein Pilz 3 Euro kostet. Und es kostet ja einfach jedes Pilz, egal wo. In Deutschland kostet irgendwie 3 Euro. Dritte Liter, so ungefähr, ne? Kann das mal 2,50 kosten. Ja, plus minus. Aber es kostet irgendwie im Einkauf immer 50 Cent für den Gastronomen. Und das ist halt bei diesen Bieren halt komplett anders. So, weil dann irgendwie der Liter auf jeden Fall mehr als 3 Euro kostet. Und man dann eben gucken muss, du hast ja Schankverluste, du hast vielleicht Proben, die du rausgibst. Aber es ist hochpreisig, aber ich glaube, es ist halt, also wenn ich mir so unsere Kunden angucke, also unsere Stammkunden, die wir so haben im Laden, ich kann das ja online nicht abschätzen, so, weil ich ja die Leute nicht kenne, die irgendwie aus ganz Deutschland kommen. So, dann sind das eben Leute, also du hast ja viel, ich meine, keine Ahnung, sagen wir, du bist ein junges Pärchen, du hast keine Kinder, du gehst vielleicht gerne essen oder interessierst dich für gute Lebensmittel und für den Produzenten dahinter und da, wovon ja auch alle immer viel sprechen, dass man eben so den Vergleich suchen muss zum Wein, wo es eben selbstverständlich ist, dass eine Flasche nur 7, 15 oder 20 Euro kostet im Restaurant und dass es dann da anfängt überhaupt, ne? Ja. Dass man eben sagt, und ich habe jetzt hier tatsächlich 2, 3 Schlucke von diesem Bier genommen und denke so, oh, wenn ich jetzt abends essen wäre, würde ich mir diese Dose irgendwie gern zu 2 teilen, ne? Mhm. Und dann würde das auch eine Weile reichen. So, weil man jetzt, so wenn man 2, 3 Schlucke hat, merke ich so, wie meine Wangen so ein bisschen rot werden. Ne? Ja, ja. Das stimmt. Das merkt man schnell, das stimmt. Und es ist auf keinen Fall was, wo ich jetzt sage, okay, jetzt diese Dose, die habe ich in einer Viertelstunde weg und dann brauche ich das nächste. Ne? Also ich glaube am Ende. Es ist ein Genussmittel. Es ist ein Genussmittel, genau. Man muss halt einfach gerne, man muss es halt bewusst konsumieren und man braucht halt keine 4 halben Liter am Abend trinken. Mhm. Und ich glaube, da kann am Ende kann jeder entscheiden, was er da bereit ist auszugeben. Und klar kann man irgendwie jetzt eine Diskussion führen, was da gerechtfertigt ist an Preis und was nicht. Und müssen wir sowieso andauernd, auch bei Omnipollo natürlich sowieso. Da kommen wir gleich noch zu, genau. Da kommen wir gleich noch zu, ja. Okay. Du hast meinen Gesprächsleitfaden sozusagen erkannt. Ah, okay. Beim Thema Preis denken wir am Omnipollo. Ja. Da kommen wir gleich noch zu. Also am Ende, glaube ich, entscheidet der Verbraucher. Wenn niemand dieses Bier kaufen würde für 7, was kostet das? 7,99 Euro? Mhm. Wenn keiner das kaufen würde für 7,99 Euro, dann würden wir es ja auch nicht anbieten. Aber wenn ich mir jetzt so den Laden angucke, scheinen da relativ viele solche Biere zu sein. Hm. Und dementsprechend wird es ja auch weitergeben. Ne? Ja. Ich glaube, es ist einfach am Ende der bewusste Konsum,
Wie oft trinkt man Alkohol? Muss man das jeden Tag trinken? Reicht das am Wochenende oder reicht es einmal in der Woche, ein gutes Bier zu trinken und dann dafür weniger? Ist ja wie mit Fleisch am Ende. Ne? Ich kann jeden Tag mittags zwei Currywürste und abends noch irgendwie Bolognese essen oder ich mache mir irgendwie einen guten Biobraten am Wochenende vom Metzger. Und das kann jeder für sich selber entscheiden, wie er das für richtig empfindet. Ja. Da gebe ich dir recht. Natürlich, eure Kühlkette ist insofern clever, als dass natürlich nichts ärgerlicher ist, als wenn du irgendwie gutmütig mal Geld investieren möchtest und dann unwissentlich ein altgewordenes oder eben nicht liebevoll gelagertes Bier trinkst und dir denkst, shit, also diese 8 Euro waren jetzt nicht richtig gut investiert. Das ist dann ärgerlich, ne? Diese Seite muss dann natürlich in irgendeiner Weise stehen, damit das funktioniert, diese Genussmittel-Argumentation. Ja. Aber ansonsten gebe ich dir recht, dieses Bier finde ich wirklich grandios, das ist ganz toll. Ist ganz toll. Sag mal, eine Frage, weil du da ja auch sozusagen das miterlebt hast, so ein Bier ist ja jetzt eben, man denkt, es ist ein halber Liter, aber es sind ja 0,44. Ja. Wo kommt diese Maßeinheit her? Ist das eine Das ist was Englisches, aber okay. Also da habe ich das zumindest immer erst gesehen. Die Amerikaner haben ein bisschen größere. Ja. Die Engländer haben diese mittlere Größe. Mhm. Fühlt sich aber an wie ein halber Liter, ne? Ja, also, auf jeden Fall, genau. Hast, Das merkst du gar nicht. Aber ich, keine Ahnung. Aber ich kann dir jetzt nicht den Hintergrund. Also alles klar, hätte ich ja sagen können. Keine Ahnung. Aber es gibt tatsächlich auch, finde ich auch ganz gut, es gibt auch viele Bars inzwischen, die haben Gläser in 0,25 und schenken 250 Millilitern aus. Das finde ich eigentlich auch ganz gut, das ist eine gute Größe. Genau, finde ich auch ganz gut und es ist, wirkt auch sofort günstiger. Ne? Ja. kostet dann eben 3,90 statt 4,50 und man fühlt sich besser und es fühlt sich auch genauso an wie ein 300 Milliliter. Deswegen ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Aber ich finde es auch ganz gut. Manchmal ist alles Psychologie. Kommen wir zu eurem neuesten Projekt. Und da sind wir nämlich bei Omnipollos. Das Omnipollos hier in Hamburg gibt es noch nicht so lange, hatte eine wilde Eröffnungsphase. Da hakt es schon und stolpert jetzt gleich in die Corona-Phase. Wann habt ihr aufgemacht? Genau. Oder sagt doch mal, wie ist da genau eure Beteiligung sozusagen bei Omnipollos in Hamburg? Ronald und ich sind da privat beteiligt. Ah, genau, wir importieren die, also es war eine der ersten Brauereien, die wir importiert haben. Das kam damals noch irgendwie als Kontakt über ein Café hier in Hamburg in Winterhude, der Stockholm Espresso Club, der ist eben Schwede. Und der sagt, ey, ihr müsst euch mal Omnipollo anschauen. Wir kannten die tatsächlich noch gar nicht zu dem Zeitpunkt. Zu dem Zeitpunkt waren es auch wirklich nur Karl und Henok, da war noch gar kein anderer. Und dann haben wir da eben angerufen, er hat für uns angerufen und dann auf Schwedisch irgendwie eben klar gemacht, dass wir da irgendwie ein bisschen was bestellen können. Und haben uns irgendwie echt super positiv entwickelt und irgendwann rief Henok an und sagte, hey Leute, sag mal, hättet ihr Lust mit uns gemeinsam, wir arbeiten schon so gut zusammen seit so vielen Jahren, hättet ihr Lust, mit uns eine Bar zu öffnen in Deutschland? Und dann haben wir gesagt, ja. Und dann meinten die, oh, in Berlin oder in Hamburg? Und dann meinten wir, ja, in Berlin sind schon alle, lass uns mal nach Hamburg. tut der Stadt ganz gut. Und das war auch tatsächlich noch in dem Zeitraum, in dem Quartal ist dann relativ viel passiert, weil parallel eben auch Brewdog aufgemacht hat auf der Reeperbahn, Radzern hat noch eine Bar aufgemacht am Mühlenkamp und die Craft Beer Bar hat aufgemacht. Also wir hatten mit einem Schlag irgendwie 4 neue gastronomische Projekte mit dem Thema Craft Beer. Ja, Wahnsinn. Und, ja, das war wirklich erstaunlich. Genau, und so kam das tatsächlich. Also die kamen einfach, haben uns gefragt, hey, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile, wollen wir das irgendwie nochmal intensivieren und könnt ihr uns da helfen, weil am Ende brauchen wir wahrscheinlich jemanden vor Ort, der sich auskennt, der eben sich um die Konzession kümmert und vor allem eine Fläche findet. Das ist immer noch so das Anspruchsvollste, was wir jetzt auch gerade merken, weil wir irgendwie auch nach Flächen suchen für wir und wir. Ja. Und das ist wirklich richtig, richtig schwierig, da eben Flächen zu finden. Eben auch in guten Lagen oder wo man überhaupt sein möchte. Ja. Ja, gut. Genau. Jetzt habt ihr für das Omnipollos eine eigentlich zentrale und doch recht ruhige Ecke gefunden. Das genau. Ist schon eher so ein bisschen Seitenstraße, Schanze, aber Seitenstraße. Das heißt, da muss man schon wissen, wo es ist. So durch Zufall, es sei denn, man steuert vom Erikas Eck irgendwie durch Zufall zu euch. Vielleicht ist das es dann ist doch nicht ganz euer Publikum, das Erikas Eck-Publikum, jeweils nicht. Ich finde es eigentlich, ist die Lage relativ ähnlich zu der Weinlage von B&B. Es ist auch irgendwie so C-Lage, nochmal eine Straße schlechter versteckt, aber irgendwie ist da doch ein Dreh mehr, genau. Ja.
Und ich glaube, am Ende haben wir gesagt, ach, bei B&B hat es ja auch geklappt, irgendwie, dass die Leute einander hingefunden haben. Und deshalb habt ihr gesagt, geht ja auch gleich in die Kellerlage. Naja, wir hatten vorher nochmal zwei andere Flächen und da hat es dann aber leider nicht geklappt mit dem Vermieter. Oder die Kondition war nicht so gut und haben dann irgendwann eben diese Fläche gefunden, wo eben auch jahrelang eine Kneipe drin war. Und zwar eine Kneipe, die sowieso immer erst um Mitternacht aufgemacht hat. Von Mitternacht bis, keine Ahnung, 14 Uhr waren die Öffnungszeiten. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, dann die Nachbarn sind auf jeden Fall abgehärtet. Das stimmt. Da haben wir auf jeden Fall keinen Stress und es ist auch trotzdem auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen, weil man eben, man ist eigentlich mitten in der Schanze, das kann man ja ruhig sagen. Ja. Also kann jeder, der in der Schanze ist, kann da zu Fuß hinfinden. Und von daher ist es schon in gewisser Weise zentral. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das jetzt hier mit dieser Kellerlage in diesem winzig, winzig kleinen Laden und haben dann einmal das von Grund auf neu aufgebaut eigentlich. Hatte also, denn einen Wasserschaden kurz vor der Eröffnung und dann haben wir eine wunderschöne Eröffnung gefeiert, ohne zu eröffnen. Das war ja eher so eine Straßenparty. Ja, genau, das war dann, wir haben dann, das, Henrik wollte unbedingt eine Eröffnungsparty machen und das war dann am Ende, hat das Schweden ein bisschen, es musste dann unbedingt diese Feier stattfinden, so im Nachhinein war das total der Blödsinn, weil wir dadurch die ganzen Bauarbeiten total gehetzt haben oder unterbrochen haben, bis das dann alles wieder so in den Zustand versetzt war nach dieser Party, wo ja wirklich viele, viele Leute einfach waren und dementsprechend saß es dann danach auch aus. Da musste alles wieder rausgeräumt werden und abgebaut und sauber gemacht werden und wieder abgedeckt werden, dass überhaupt wieder gearbeitet werden konnte und dann hatte man schon wieder eine Woche verloren. Mhm. Aber es war trotzdem eine coole Party, das muss man halt auch sagen. Und dann habt ihr aber glücklicherweise aufgemacht, ihr hattet dann eine kurze Phase und jetzt seid ihr wieder dicht. Wie geht's euch damit jetzt da? Da muss man sagen, dass wir tatsächlich, der Vermieter ist die Saga, ne? Mhm. Das ist eine staatliche oder teils privatisiert nur. Das heißt, die haben von sich aus schon eine E-Mail geschickt jetzt zur Stundung. Und da ist es relativ einfach, da ist es jetzt behördlich verordnet. Da bekommen jetzt alle Kurzarbeitergeld. Und es ist natürlich schade, dass man das jetzt irgendwie, weil es sich auch wirklich, es ist echt, man muss sagen, der Laden ist echt langsamer angelaufen, als wir es gedacht haben, aber hat sich unheimlich positiv entwickelt, auch jetzt so die letzten 3 Monate gerade, haben jetzt auch einen neuen Barmanager eben, der auch aus Stockholm kommt und eben jetzt dort ist und na klar gibt es immer noch so ein paar technische Geschichten. Ich glaube, wir haben uns auch mal getroffen bei so einem Event, dann ging nur eine Kasse, dann war das so eine lange Schlange und so, das war natürlich blöd bei diesem Fürst-Wirt-Depot. Ja, genau. Aber ich, keine Ahnung, das ist ja gehört halt auch dazu und da muss man dann irgendwie dafür sorgen, dass das nicht wieder passiert. Aber es war trotzdem, es hat sich unheimlich positiv entwickelt und ein cooles Team auch aufgebaut und jetzt sind sie halt in Zwangspause und müssen zu Hause bleiben, so wie ich und ihr ja auch gerade. Ich glaube, geht nicht. Aber die sind tatsächlich, muss man sagen, dadurch, dass eben die Miete sehr gering ist und ein sehr, sehr netter und fairer Vermieter dort ist, ist das alles, und es ist auch ein kleines Team. Ne? Also ich glaube, die sind auch tatsächlich gerade auch gut abgesichert. So, ne? Deswegen. Das ist doch super, ist natürlich schade, schade um die Biere, die am Hahn hängen da noch irgendwie und genau, die ist auch halt, nicht besser werden. Ne? Genau, die landen jetzt im Müll. Ne? Also das ist jetzt ist alles auseinandergebaut, alles sauber gemacht, alles grundgereinigt, alles, alles stillgelegt. Ne? Das Ding ist komplett auseinandergenommen. Genau, die Wertsachen sind rausgenommen, dass da keiner einbricht. Die iPads klaut. Aber da sind wir optimistisch. Und das Klopapier? Klopapier. Wir kaufen immer bei, bestellen immer relativ viel bei Otto Office, so Büromaterialien und unter anderem auch Klopapier und so. Und deswegen haben wir, glaube ich, immer so 20 Pakete Klopapier im Büro. Das sollst du jetzt nicht so laut sagen. Es ist ja wirklich so, dass es hier wirklich zum Teil kein Klopapier gibt gerade, ne? Verrückt. Ja, es ist unfassbar. Ich habe gestern einen Typen die Straße lang gehen sehen mit einer Maske auf und in jeder Hand so eine Klinikpackung Klopapier, so keine Ahnung, mit 24 Rollen. Das war wirklich so ein Bild, wo man denkt, okay, du bist die Krise. Ja. Reiter der Apokalypse. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen, Omnipollo hat zum Beispiel die komplette Produktion eingestellt. Also die brauen gerade gar kein Bier mehr ein. Die verkaufen jetzt gerade nur noch was sie da haben und es geht erst weiter, wenn das jetzt alles vorbei ist. Ne? Und dann, keine Ahnung, müssen alle die Füße stillhalten und irgendwie, ich meine, man merkt es ja auch selber, ich weiß nicht, ob ihr das aushabt, aber wenn man jetzt so ein paar Tage zu Hause ist, irgendwie mal ein bisschen runterkommt,
hat es ja irgendwie vielleicht auch was Positives oder was Entschleunigendes zumindest gerade. Hat es jetzt so langsam. Die erste Woche, finde ich, war so, dass, also da hatte ich sehr große Schwierigkeiten, mich zu fokussieren. Also, weil man auch hektisch und genau, alle waren aufgeregt und so. Ja, aber jetzt so langsam geht es tatsächlich. Also, wir haben beide so Workspaces auch außer Haus, wo praktisch niemand ist jetzt, wo man auch hinfahren kann. Und das ist natürlich ganz gut, wenn man das eben auch noch hat. Aber natürlich alles andere, was so an Jobs ist, natürlich auch alles gerade weg. So, ja. Naja, du bist ja zwei Tage die Woche jetzt noch Lehrer. Genau, ich hab ja einen Sohn und der ist dann zwei Tage die Woche bei mir und ich bin jetzt natürlich zwei Tage die Woche Hilfslehrer. Ich bin ja gelernter Lehrer, insofern ist es nicht ganz so dramatisch. Homeschooling. Aber habt in dem Job natürlich nie gearbeitet und es ist dann wirklich tatsächlich ganz lustig, wie das dann zu erleben. Hast du ein Staatsexamen auch? Ich habe erstes Staatsexamen. Erstes Staatsexamen, okay. Ja, genau. Ja, es sind Zeiten, da muss man erfinderisch sein. Wie sieht es bei euch aus? Du hast angedeutet, gerade eben Instagram, viel los, alle gehen irgendwie auf Digital Beer Tasting. Was habt ihr vor, um eure Crowd am Leben zu halten? Das Erste ist tatsächlich, also ich habe tatsächlich die letzte Woche, anderthalb erstmal ganz viel geguckt, was kann ich eigentlich für unsere Kunden tun? Also gibt es irgendwie erstmal ein Newsletter geschrieben über Kurzarbeitergeld, so alle Formulare rausgesucht, was braucht ihr eigentlich? Könnt ihr Lieferservice einrichten? Was habt ihr für Möglichkeiten, jetzt schnell einen Online-Shop einzurichten, der es nicht hat? Und parallel ist es so, dass wir, also unser Großhandelsgeschäft ist tatsächlich gastronomisch auf null gerade, also gar nichts. Ja. Und dafür ist halt online unheimlich viel los, ne? Also viel, viel mehr als sonst, ne? Und da haben wir natürlich das Glück, dass wir haben ein großes Lager, wir haben viel Bier. Wir haben das auch voll automatisiert. Also du hast dann ein Handheld-Gerät, wo die Bestellung draufkommt, da scannst du die Flaschen ein, der druckt automatisch das Versandlabel und so, ne? Ist wirklich hochautomatisiert. Super. Und das ist jetzt natürlich ein unheimlich großer Vorteil, ne? Und jetzt ist unser Lager, wir fahren tatsächlich morgen mit vier Leuten von Brauchtum ins Lager, um denen beim Online-Shop zu helfen, von Bestellung packen und Kartons falten, dass die wieder irgendwie mal so auf Null kommen, weil die natürlich jetzt sehr, sehr viel gearbeitet haben die letzten Wochen, weil wir tatsächlich also mehr, aktuell jetzt schon mehr machen als im Dezember, ne? Also als zur Weihnachtszeit. Und das hinterlässt natürlich Spuren, deswegen fahren wir morgen jetzt mal mit zu viert, wie gesagt, hoch, dass wir da irgendwie mal so ein bisschen aufholen können. Aber wir haben auch das Thema dieser ganzen Live-Tastings uns angeguckt. Da gab es ja dann welche, die irgendwie dann am Mittwoch gesagt haben oder am Dienstag, oh jo, jetzt ist hier alle Homeoffice, wir machen am Freitag ein Tasting. Dann hast du ja aber auch irgendwie gar nicht die Möglichkeit, überhaupt das Bierpaket zu bestellen oder mal zu überlegen, ob du das jetzt machst oder nicht. Mhm. Oder auch technisch irgendwie dich mal hinzusetzen und zu überlegen, ja, so wie wir jetzt, ne? Stell dir vor, wir hätten jetzt einen Livestream gemacht und dann würde das Bild aber hängen. Das ist irgendwie, In dieser Zeit sind die Menschen aber sehr, sehr gnädig. Es wird sehr viel improvisiert. Aber natürlich möchte man, dass es schön ist, zweifelsohne. Genau. Und wir haben uns dann eben überlegt, okay, wir wollen diese Live-Tastings auch machen, aber es muss irgendwie immer auch was dabei sein, was irgendwie die Leute noch nicht kennen. Mhm. Und wo man irgendwie auch, und deswegen haben wir gesagt, wir machen das mit den Brauern. Und wir machen Instagram Live, aber wir gehen eben ins Ausland und suchen uns einen ausländischen Brauer, machen mit dem immer ein Paket. Und das erste ist jetzt mit Mike Murphy, das ist der Braumeister von Lerwick, das machen wir am 2. April. Dann ist die Woche da drauf, ist mit Hennock, mache ich mit Hennock ein Tasting, der schaltet sich aus Äthiopien dazu. Genau, und dann ist die Woche darauf, ist dann Poyala, ist dann der Braumeister da. Und ich glaube, das gibt halt eine Möglichkeit, dass man halt sagt, okay, das ist halt wirklich jetzt ein Mehrwert, dass du wirklich, du kannst Hennock sagen, hey Hennock, was sind das eigentlich für Aromen, die du da ins Bier schmeißt? Oder hey Mike, was stimmt es, dass du mehr Haferflocken verwendest als Malz in der Schüttung vom Tasty Juice? Und so, weißt du, also wo du auch sagen kannst, okay, es ist vielleicht ein bisschen Geek-Out, aber es ist so, du hast die Möglichkeit, wirklich mal nachzufragen. Oder Mike, du hast doch mal zusammen gewohnt mit Sean Hill von Hill Farmstead, so wie ist der so drauf als Typ? Weißt du, was auch immer. Ja, so, und ich glaube, dass wo du wirklich sagen kannst, dass du nicht auf keinen Fall in so eine Richtung abdriftest, wo es einfach ein Smalltalk ist, wo du einfach blöd rumlaberst. Und ich glaube, das ist immer so, ist ja beim Podcast irgendwie gefährlich, dass man irgendwie schnell in so eine Richtung abdriftet. Und das kann man am besten, glaube ich, immer auffangen, wenn du irgendwie einen kompetenten Partner hast, der irgendwie der auch vielleicht auch was Lustiges noch erzählen kann. Ja, logisch. Ja, am besten, wenn die eine Seite vorbereitet ist und die andere Seite was zu erzählen hat. Das ist ja die Idealkombi eines Interviews, nicht wahr? So soll es ja eigentlich sein. Okay, das ist das, was ihr vorhabt. Du hast es erwähnt. Bierpakete werdet ihr machen. Wie ist das mit den Bieren, die wir heute getrunken haben? Kriegt man die auch bei euch?
Ja, die gibt es. Wir haben tatsächlich einen weiteren Schritt, ist, dass wir einfach alle Biere, die wir im Großhandel haben, jetzt im Onlineshop listen. Mhm. Das machen Klaas und Björn, deswegen sind die gerade extremst ausgelastet und auch belastet, muss man einfach sagen. Ich habe eben schon Klaas eine E-Mail geschrieben. Klaas, soll ich dir eigentlich mal ein Bierpaket schicken zur Motivation? weil die sitzen natürlich alle zu Hause und Klaas macht immer auch diese schönen Fotos. Also dem werden immer die Biere dann vorbeigefahren von einem Paar von uns für die Fotos dann wieder ins Lager gebracht. Aber der hat ja selber gar nichts dann zu Hause zum Trinken. Aber es sind tatsächlich in Kürze alle Biere, die es bei Brausturm gibt, auch verfügbar. Das von Northern Monk und Dea gibt es aktuell schon. Das Trümmerpilz kommt jetzt diese Woche aber erst live dazu. Okay. Also wenn ihr irgendwie einen Post macht, dann könnt ihr dabei schreiben, holt euch doch das Bier, könnt ihr nebenbei trinken, dann seid ihr im gleichen Mut, wie wir es. Sehr gut. Prima. Das werden wir dann ja eh auf der Webseite nochmal ankündigen. Und ansonsten bist du bei irgendeiner Aktion dabei? Es gibt ja so ein paar Brauer, die sich auch zusammengeschlossen haben, so ein paar Initiativen. Die Gastro-Initiative gibt es hier in Hamburg oder so. Seid ihr da irgendwo beteiligt oder seid ihr? Ich bin in dieser Gastro, es gibt so eine geheime Gastro-Gruppe. Versus Covid-19 heißt sie, dass diese Gruppe, die diese Schreiben auch aufgesetzt hat, was dann irgendwie 100.000 Leute geteilt haben. Aber ich habe tatsächlich auch eine geheime Facebook-Gruppe gegründet für Craft-Store-Inhaber, wo ich eben jeden Tag irgendwie so in poste. Jetzt habe ich zum Beispiel angefragt, so einen Crawler-Filler in den USA, also 1-Liter-Dosen, wo wir dann eben von Gastronom zu Gastronom fahren wollen in Hamburg und dann eben das Fassbier abzapfen wollen in diese Dosen versiegeln, die werden dann so mit 3-4 Tagen Haltbarkeit verkauft, sodass eben auch alle Gastronomen noch Bottleshop-Umsätze generieren können. Ach toll. Und da versuche ich gerade eine Sammelbestellung organisieren, dass man für jede große deutsche Stadt irgendwie so ein Ding hat, die Gastronomen da eben teilen können. Genau. Aber sonst haben wir tatsächlich, sonst haben wir auch nichts gemacht, außer dass, keine Ahnung, wir verschicken gerade wöchentlich immer einen Newsletter mit irgendwelchen Ideen, wo dann drin steht, keine Ahnung, ey, hier GoFundMe nutzen als Fundraising-Plattform und es gibt jetzt, das kam jetzt raus vom Bund, irgendwie die und die Gelder gibt es jetzt noch. Also sowas machen wir schon. Ja. Okay. Es gibt ansonsten noch die Plattform Pay Now, Eat Later, die macht ja auch so Gutscheinsysteme, auch für Bars unter anderem und für Stores. Kann man bei euch auch Gutscheine ordern? Weil es gibt Menschen tatsächlich, die möchten jetzt nicht für 100 Euro Bier lagern, weil sie müssten es ja auch trinken. Das ist vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen viel. Und von daher ist ja durchaus das Bedürfnis da, auch so Gutscheine zu ordern bei seinen Läden. Das kann man bei euch auch? Bei Omnipollo. Omnipollo ist dabei, bei PayNow. Ich glaube, als Plattform, da wurden schon Gutscheine verkauft tatsächlich. Schön. Beyond Beer relativ gut abgesichert, weil der reguläre Bottleshop-Verkauf noch weiter läuft, nur mit eingeschränkten Öffnungszeiten. Und online ja eben, wir brauchen ja keinen Lieferservice, weil wir tagesgenau der DHL zustellen. Hast du noch einen digitalen Programmtipp für die nächsten Tage, außer eurem eigenen? Du weißt, wir haben ja immer gelegentlich Termine und wir sind derzeit ja etwas beschnitten und auch die hier Termine wandern wir. Sich es gibt wahnsinnig viel. Also rein theoretisch könntest du dich digital jeden Tag mit irgendjemandem digital, betrinken, ja, wie sonst auch. Hast du da einen Termin, den du wahrnehmen wirst? Ich bin zum einen schon sehr selbstkritisch, aber auch extern. Also ich muss sagen, ich habe noch kein Live-Testing gesehen, was ich so richtig gut fand bisher. Okay. Hast du bei den Jungs von der Lingener Bierkultur, wollte ich schon sagen, hier bei der Ich habe einmal kurz reingeschaut. Die fand ich sehr charmant. Die machen das ja auch weiter. Genau, Max ist ja auch ein Kumpel und so. Da gucken wir jetzt gerade, weil die so viele Bestellungen haben, da sind wir jetzt gerade dabei, das so aufzusetzen, dass wir die Biere versenden. Mhm. Weil die ja so viele, die machen das ja, dann schreibt einer per E-Mail, einer per WhatsApp und per Facebook-Nachricht. Da gucken wir eben dann, das macht überhaupt keinen Sinn, dann lass uns das doch alles von hier aus versenden. Mhm. Genau, da telefoniere ich gerade mehrmals am Tag mit ihm, um eben zu gucken, okay, kriegen wir hier eine Lösung hin, dass wir diese Pakete von Hamburg aus versenden. Mhm. Ja, weil ich habe ihm aktuell, jetzt habe ich ihm unsere Online-Shop-Kartons gesendet, damit er überhaupt Kartons hat, plus die Biere, aber die Fracht hätte man sich vielleicht auch schon mal sparen können und dann eben sagen, okay, und jetzt musst du dich manuell da im DHL-Geschäftskundenportal anmelden, alle Adressen angeben, anstatt dass der Versand-Label-Drucker das irgendwie automatisch aus dieser Bestellung generiert. Also dass das tatsächlich eben organisatorisch ein gigantischer Aufwand ist. Ne? Okay, das heißt, du hast noch nichts in deinem Kalender. Ich weiß, Freitag macht Fiete eins. Fiete hat persönlich seine Pakete, seine Digital-Tasting-Pakete ausgeliefert, habe ich gehört. Genau, Fiete von Wildwuchs Brauwerk. Überquell macht ja auch weiter seine Digital-Beer-Tastings. Kevida macht, glaube ich, mit Gästen auch eines. Und am 27. März machen ja 102 Brewdog-Bars virtuell auf.
Ja. Und da gibt's da dann. Das macht Mikkel ja auch schon, ne? Ja. Glaube ich, diese Virtual Bars. Ja, ich glaube auch. Sowas haben die auch schon. Bier-Tastings, Live-Musik, Comedy, virtuelle Pub-Quizzes und Masterclasses und so weiter und befreundete Brauereien. Das wird wie üblich bei BrewDog ein bisschen größer. Also es gibt also Dinge zu tun. Also am 27. März und dann machen natürlich auch die drei in Deutschland auf, in Mariendorf, Berlin, Berlin-Mitte und St. Pauli. Hast du aber anscheinend auch noch nicht in deinem Kalender stehen. Du bist ein kritischer Mensch. Wisst ihr, welches Format ich tatsächlich am allerbesten finde von diesen Tasting-Formaten? Und das ist kein Bierformat und das ist, finde ich, total nett. Und zwar, ich weiß nicht, wie es heißt, und zwar, das ist ein YouTube-Format. Da ist immer, ich weiß gar nicht, ob es immer ein prominenter Gast ist, und da ist ein Moderator und die essen immer Hot Wings. Kennt ihr das? Und werden immer Fragen gestellt und dann isst der ein Chicken Wing mit einer scharfen Soße und dann kommt die nächste Frage und der Gast isst eben diesen zweiten Hot Wing mit der nächsten schärferen Soße. Und das ist irgendwie ganz kurzweilig und das ist irgendwie ganz nett gemacht, weil es irgendwie, man hat so ein bisschen was drumrum und ich glaube, das könnte man mit dir auch so machen, dass man halt aber eben immer ein neues Bier verkostet. So, das ist irgendwie... Immer ein stärkeres. Ja, ich weiß nicht. Es gibt einfach, ich glaube, da ist man einfach, wenn man sich mal irgendwie so einen Henrik Thoma anguckt oder so, der da Wein am Limit macht und so, wie der da auftritt und mit was für einer Expertise und charmanter Typ irgendwie, unheimlich selbstbewusst, unheimlich versiert, so, und das finde ich, hat man so beim Bier noch nicht, so, ne, oder Billy Wagner oder so, ne, das ist schon ganz geil, wenn da so ein Typ, so ein Sommelier, so ein gestandener Sommelier vor die Kamera tritt. Und dann, ich glaube, da hat man an diesem Benchmark auch schon so hochgesetzt, dass man immer denkt, immer wenn man dann so ein neues Format startet und das eben anschauen will, dass man dann das sofort damit vergleicht und dann immer irgendwie so seine Erwartungen nicht erfüllt werden. Ja, da bin ich. Aber ich weiß, ich will jetzt auch nicht so, ich bin eigentlich ein sehr optimistischer Mensch, ich will jetzt gar nicht so pessimistisch daherkommen. Deswegen, schickt mir mal die Top 3 Empfehlungen, die ihr habt, und ich werde mir die jetzt mal anschauen. Wir sind gespannt, was du machst. Ich habe noch eine Bitte tatsächlich. Soll ich euch eine Bierkiste schicken da zu diesem Virtual Tasting? Ich kann mal gucken, ja, wie viel haben wir da jetzt verkauft. So, Kisten haben wir noch nie zurückgegeben, jedenfalls nicht voll. Wir haben noch eine Geschichte, die ich allen noch mal ans Herz lege. Das hat nicht direkt mit Bier zu tun, irgendwie schon, weil da geht es irgendwie um Kultur und Clubkultur hat dann doch irgendwie was mit Bier zu tun am Ende des Tages. Es gibt dieses Festival, keiner kommt, alle machen mit. 22 € kostet ein Ticket für ein Festival, das nie stattfinden wird. Das wird am 12. Mai stattfinden. Da sehen wir uns dann alle nicht. Das wird am 12. Mai nicht stattfinden. Genau, richtig. Ist eine schöne Aktion. Könnt ihr googeln, keiner kommt, alle machen mit. 22 € für die Hamburger Theater- und Musikbühnen, Filmwirtschaft und die Hamburger Clubkultur. Ja, super. Wir haben natürlich eigentlich immer noch eine Schlussfrage. Ja. Genau. Und zwar wäre das Bier für die einsame Insel. Du landest auf einer einsamen Insel und musst ein Bier mitnehmen, von dem ist dann so viel da, wie du willst, auch immer perfekt gekühlt oder entsprechend warm, je nachdem, was du für ein Bier aussuchst. Was für ein Bier wäre denn das, was du jetzt bis ans Ende deiner Tage trinken möchtest? Das wäre ein ganz frisches Gutmann-Hefeweizen. Tatsächlich? Ja, ist tatsächlich Hefeweizen ist einer meiner favorisiertesten Bierstile, mit dem ich mich, glaube ich, so am besten auskenne. Und keine Ahnung, es ist ein Weizenbier, also ganz traditionell, Flaschengärung, unpasteurisiert, unfiltriert, kein KZE, also wirklich absolut naturbelassen, den Weizen angebaut, selber vermälzt, das Getreide, und unheimlich mild, so die perfekte Charakteristik. Einzige Besonderheit ist, dass eben für keine 7 Gramm CO2 hat, sondern, ich glaube, keine Ahnung, nur 5,5 oder so, also ganz mild karbonisiert, aber eben so eine ganz feinperlige Karbonisierung aus der Flaschengärung. Und das ist einfach so das perfekteste Bier, wenn es frisch ist, was man sich vorstellen kann. Eine glatte 5,0 bei mir auf Antep. Alles klar, ja gut, Gutmann ist natürlich ein Klassiker. Auch der Weizenbock ist ja auch total super von denen. So, der auch. Das habt ihr aber zum Beispiel nicht im Laden, ne? Ihr seid irgendwie, Gutmann vertreibt auch, glaube ich, gar nicht in Norddeutschland. Ich glaube, du könntest da wahrscheinlich, wenn du da anfragst und wenn ich ihnen sage, wie sehr ich das liebe, würden die mir ja was. Wahrscheinlich hätte man schon Chancen, irgendwie das zu bekommen. Aber es ist einfach auch ein Bier. Weizenbier ist auch einfach ein Bier, was man so frisch trinken muss, ja, und wirklich gut schmeckt, was da eben auch massiv drunter leidet. Und ich würde das online bestellen. Also da gibt es ein paar Shops, oder kann man auch mal gucken, was hat es für ein MAD.
das hat ja auch nur, ich glaube, hat ein Gutmann Weizen, glaube ich, nur 3 Monate MRD oder so, oder 4. Das ist ja auch so ganz krass. Kann das sein? Ja, ich glaube irgendwie sowas. Aber es ist tatsächlich eine der größten Probleme intern, wo wir irgendwie so wieder zum Zusammenspiel kommen von Klassik und Moderne, bei Bier und Bier ist und bei Brausturm auch, dass wir immer überlegen, ey, wir haben so die ganzen geilen klassischen deutschen Biere, die haben wir überhaupt nicht. Wir haben so wenig geile Biere aus Franken, ne, oder Alt und Kölsch und ja, so. Ja. Ne, das ist halt so das, wo Deutschland eigentlich am stolzesten drauf sein müsste, was so die Bierkultur angeht. Das ist ganz schwer richtig darzustellen, national und so. Und das ist, keine Ahnung, ich weiß noch nicht, was wir da machen. Ich habe jetzt mit Klaas mal überlegt, ob wir immer irgendwie, ob wir mal montags aufmachen und dann machen wir irgendwie alle 4 Wochen, machen wir dann so ein, fahren wir nach Franken oder nach Düsseldorf oder nach Köln und hauen dann so ein, keine Ahnung, 20 Liter Fass Kölsch da an, was wir dann zapfen und so. Weißt du, so First das feine Bierkultur das macht in Berlin. Und so, dass man irgendwie so die deutsche Bierkultur nochmal aufleben lässt und das nochmal ganz, ganz anders spielt. So, weil das ist irgendwie, wir pushen hier immer so die Haze Boys und das ganze gehypte Zeug, aber wir lieben ja diese ganzen klassischen Sachen genauso. Das würde ja eure Marke beziehungsweise Außendarstellung schon verändern, ne? Weil ihr seid für mich bisher tatsächlich die hauptsächlich so genau ausländische Bierlabels, Biermarken führen. Ja, das hat natürlich immer was damit zu tun, dass du natürlich, wenn du was importierst, hast du in der Regel irgendwie auch eine Exklusivität. Mhm. So, und dann kannst du eben irgendwie diesen Markenaufbau selber betreiben und profitierst auch davon. Jede deutsche Brauerei, die du vertreibst, hast du immer einen, der gleich sagt, verkaufe ich euch 2 Euro günstiger die Kiste. Und dann einfach nur so aus Langeweile. Ne? Und klar, das bringt halt nichts. Ne? Und dann hast du auch wieder so rein wirtschaftlich gesehen, wenn du überlegst, es gibt ein paar echt coole Händler, die das machen, dass die dann sagen, die nehmen sich jetzt mal 2-3 Tage Zeit und fahren nach Franken, kaufen in jeder Brauerei 2-3 Kisten Bier und bringen das dann wieder mit. Aber das ist halt, wenn du das mal rechnest, so, das ist halt ein Liebhaberthema. So, ne? Das ist halt... Ja, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, irgendwie, was weiß ich, wir haben hier, wie heißt dieses von Ürige noch, Sticke oder was sie nur einmal im Jahr machen, wenn ihr so. Doppelsticke und Sticke, ja. Ja, wenn ihr sowas zum Beispiel habt, was man ja wirklich in Norddeutschland gar nicht kriegt, also. Ja. Das wäre ja. Das kriegst du in der Metro tatsächlich. Ja, tatsächlich. aber das ist, die Beteiligung von Bitburger ist ja über Trinkkontor erfolgt. Mhm. Und da habe ich hier, die sitzen hier in Köln, habe ich gesagt, ey, boah, die müssen mir mal eine Liste schicken mit einem Kölsch und Alt, was ihr hier bekommt. Mhm. Dann hole ich das nämlich bei euch ab, irgendwie als Palette. Ja. Das wäre am allerbesten. So viele Pläne. Ich hoffe, ihr werdet die Zeit so für euch nutzen können, dass da irgendwie schöne Sachen bei rauskommen, wenn die Welt wieder irgendwie in einer anderen Geschwindigkeit weiterläuft als jetzt. Genau, und ich hoffe, wir sehen uns dann auch mal wieder in echt und können direkt anstoßen. Genau. Es hat total Spaß gemacht. Vielen Dank, Max. Ich fand es auch richtig. Ich wollte dir vorhin erst schreiben, sag mal, kann man das irgendwie auf 45 Minuten reduzieren oder auf eine Stunde? Ich glaube, ich habe gar nichts zu erzählen. Wir jedenfalls hatten Spaß an diesem improvisierten Kinderzimmer, was Stefans Homeoffice ist. Deshalb haben wir hier was anderes im Hintergrund. Genau. Genau, wir machen nochmal das Video an zum Schluss. Ja. So, ja. Genau. Pass auf dich auf. Genau. Und, ja, passt ihr auf euch auf. Und, ich war ja schon in Quarantäne. Vielen Dank für die Biere. Auf bald in Live und in Farbe. Ich schicke euch noch ein Paket für das Lehrwig-Tasting am 2. April. Dann könnt ihr das schon mal eintragen. Sehr gut. Dann müsst ihr noch einen Termin schicken, welches Live-Tasting. Das von Markus, das gucken wir uns jetzt mal an, da scheiden wir uns ein. Alles klar, so machen wir das. Alles klar. Vielen Max, Dank. Bis dann, schönen dann Abend noch. Tschüss. Ciao. Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier. Warum eigentlich Trier? Na, wegen des Rheins. Guck,